Hallo Marco, Dankeschön für 25 Monate. Dankeschön. Hallo Robbensohn. Habe gestern eine neue Shell für mein 3DS bekommen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Hallo Ferret. Hallo Daniela. Schauen wir nicht die Indie Direct? Was für ein Ding. Geht dein 3DS wieder? Nein. Das ist ein Emulator und Scheiße, ich hab die ganze Zeit. Fuck. Ich werde mich so verklicken. Nein, das ist ein Emulator. Aber zuerst. Moment, welcher Knopf ist jetzt welcher? Stimmt schon. Okay. Aber zuerst muss ich drei Reggies fangen. Ich habe mir extra drei Reggies rübergetan. Das ging nicht. Es müssen wirklich die Reggies sein aus dem Spiel. Und ich habe sogar welche aus Schwert und Schild übertragen. Das ist dem aber total egal. Es müssen wirklich die Reggies von dem Spielstand sein. Ey. Bei 222 hat es, glaube ich, angefangen. Ich weiß. Hallo Angel. So, was in die Direct? Ey, ich krieg's nicht hin, dieses Giratina zu resetten, ne? Hört man das? Ich steuere den DS mit meinen Füßen. Okay, ich will einfach nur die ganz stinknormal fangen. Und mein, muss man sie fangen oder kann ich sie auch einfach besiegen? Ich meine, ich muss sie fangen, damit ich sie im Team habe. Aber ich habe welche im Team. Nee, ich muss sie fangen. Ich glaube, die kommen sogar immer wieder. Meine Capture Card geht wieder? Nö. Du magst die Reggies nicht. Du mochtest die Reggies früher nicht. Wieso? Sind voll cool. Hört ihr den Fußschalter? Weil der ist voll laut. Hallo? Achso. Ich muss einfach alle anmachen, ne? Ich höre nichts. Du schläfst ja auch noch. So, ihr Reggie-Profis. Wie resette ich Reggie Drago am besten? Soll ich fliehen oder soll ich neu starten? Wenn ich neu starte, habe ich den Vorteil, dass ich vorsichtiger bin. Also wenn ich fliehe, habe ich den Vorteil, dass ich vorsichtiger bin. Und dadurch es nicht verpasse. Ich glaube, fliehen ist nicht schneller. Fliehen wäre für mich besser wegen dem Auto-Counter. Dann muss ich den nicht neu einstellen. Aber es gibt auch größere Probleme. Töte ich dir mit Psychoklinge? Du hast immer SR gemacht. Ja, ist wahrscheinlich auch besser, weil ich kann nicht. Es sind ja zwei verschiedene Muster, die ich machen kann. Und bevor ich, also weil ich muss ja nicht einfach alle machen, sondern ich muss ein bestimmtes Muster machen. Und das ist wahrscheinlich komplizierter, als nur ein Muster abzulaufen. Hallo Fabian. So, dann schläfst du jetzt ein und wir fangen dich einfach in dem Hyperball.
Und dann noch die andere Frage ist, in welchem Ball, ich find's cool, wie die Lichter ausgehen, wenn schläft. Welcher Ball kriegt Reggie Drago? Ich hätte gesagt Tauchball, weil das blaue Hände hat. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich blau-blau. Ich hätte fast gesagt Tauchball. So, wir machen hier Hyperball. Keine Ahnung, wie die Chance ist, aber ich glaube, sehr okay. Du kannst dich ja auch an die Tür stellen und nur A spammen nach dem Muster. Ja, wenn ich Soft Resets mache. Wenn ich fliehe, dann muss ich jedes Mal das Muster abgehen. Aber es wäre halt irgendwie auch cool, weil ich muss nicht unbedingt Reggie Drago haben. Ich kann auch das andere haben. Ich finde Reggie Drago halt cooler. Ich fände es auch lustig, wenn man einfach abwechselnd beide... wenn man abwechselnd beide Muster macht, um dann zufällig das eine zu kriegen oder das andere. Stelle ich mir auch lustig vor. Aber dann wird es schwierig mit Konzentration, weil ich dann immer verschiedene Muster die ganze Zeit gehen muss. Warum soll ich an der Tür speichern? Du findest das von allen Regis am schlechten? Hä? Das ist ein Drachenkopf. Was ist daran schlecht? Das ist ein geiler Drachenkopf. Hallo Redface. Wie es sich zumachen kann und zu einem Drachenkopf wird, das ist doch voll geil. Mariko, du bist ein Noctu. Nee, wie heißt es? Doch, Noctu. Kannst jetzt mal drin bleiben. Hallo Anne. Hallo Black Obito. Du musst dich aber für eins der beiden entscheiden, entweder Reggie Drago oder Reggie Eliki. Ja, je nachdem, welches Muster ich mache. Das weiß ich schon, aber also wie? Also ja, indem ich das fange, so ist die Entscheidung. Oder? Wenn du an der Tür speicherst, musst du beim Soft Reset das Muster nicht nochmal machen. Ich verstehe nicht, was du mit Tür meinst. Ich hätte das Muster gemacht und hätte mich vor die Statue gestellt, gespeichert und dann nur A gespammt. Die Tür ist doch viel zu weit weg. Nein. Neuer 3DS am Start? Nope. Ich gebe dir einen Tipp, ich spiele das Ganze mit meinen Füßen. Wir reden vom Gleichen. Aber du sagst Tür. Egal. Ich muss erstmal drei Regis fangen, die nicht drinbleiben wollen. So wie du es gesagt hast, habe ich beide Shinies geerntet. Okay, ja. Aber ich kann eben, ich könnte auch beide jagen, abwechselnd. Ich könnte auch beide jagen, abwechselnd und dann welches Shiny wird, das nehme ich. Das meinte ich. Also ich kann sehr wohl beide jagen, nur dann muss ich mich halt entscheiden, wenn es da ist. Es ist ja nicht so, dass ich in die Tür reingehe und dann sage, entscheide dich jetzt. So, nee, je nachdem, welches Muster ich gehe, das erscheint. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen will, weil es ist halt kompliziert. Ich muss jedes Mal checken, welches Muster ich gehe und wie zähle ich das dann und so weiter. Was ist mit diesem Eis? Ich glaube, ich mache Donnerwelle. Es nervt mich die ganze Zeit, was machen zu müssen. Geht Donnerwelle nicht? Ist doch nur Eis, oder? So,
doch nicht Stahl. Ist das Eisstahl? Nein, es ist... Bin ich eigentlich tot? Ich sehe meinen Lebensbalken nicht. Ich sehe das gleiche, was ihr seht. Okay, jetzt. Wir werden nie wissen, wann Galagladi drauf geht. Du hast für Regi Eliki 6 Wochen gebraucht. Ich krieg's heute. Zeit ist immer... Also mit einer Zeitangabe, finde ich, kann man nichts anfangen, weil... Hast du am Tag eine halbe Stunde gejagt? Hast du jeden Tag 24 Stunden gesucht? Hast du nicht mitgezählt? Regis ist nicht paralysiert. Warum nicht? Habe ich 2-mal Donnerwelle nicht geschafft zu machen? Du hast 3 Stunden am Tag gemacht. Ich gucke jetzt nach, was das für eine Catchrate hat. Regi, Rago, oder ist auch egal. Hyperball. 2,6. Roter Bereich. 5,7. Das ist doch alles machbar. Oh! Hallo Azrael. Bin verwöhnt von seinem Gen 6 Playthrough. Ja, Pokéball drauf und gutes. Es ist übertrieben, dass ich Giratina mit meinen Füßen jage. Ich wollte über Giratina kein Video machen, aber wenn ich es mit den Füßen finde, kann ich sagen, ich habe dieses Shiny mit den Füßen getreten. Ich krieg langsam Muskelkater. In meinen Schienbeinen. Ich habe noch nicht die perfekte Position meiner Füße gefunden. Kann dieses Ding drin bleiben? Ich brauche noch 3 davon. Jetzt. Ey, yo. Okay. Nummer 1. Hab extra vorhin geguckt, ob ich irgendwie zu diesem Regidrago schon kann, aber nein. Ich habe geguckt, ob ich irgendwelche... Ich habe noch nicht mal... Also das... Ich war in den Schneelanden bloß, um Raids machen zu können. Alles andere in den Schneelanden ist nicht freigeschalten. Pioni sitzt immer noch in seinem Haus und wartet darauf, dass ich mit ihm rede. Mein Team ist sogar eine gute Idee. Frigometri brauche ich nicht mehr. Der Arme. Hey! Es gibt wichtigere Dinge. Oh, ruft mich jetzt Pioni an. Oh nein. Ich schaff's nicht, ihn zu ignorieren. Hast du die anderen 3 Regis schon in Shiny? Natürlich. Hier Stein. Ich glaube, ich muss pfeifen. Sollte ich meinen... Kann ich mich nicht... war das nicht so, dass ich mich sogar heilen kann in der Stadt irgendwo? Ich will nicht nah... Ich will nicht an diese Statue rangehen. Dann geht die Quest, glaube ich, los. Ich kann mich auch woanders heilen gehen. Dorfstandzimmer. Mit eigener OT? Meine Regis? Ja. Das... Regi Steel und Regi Rock habe ich in Schwert und Schild gejagt. Und dann habe ich Regis in BDSP gejagt. So.
Das war meine einzige Shiny Hand. Meine einzige Hermasu Park Shiny Hand in BDSP. Und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Regigigas habe ich noch nicht. Das will ich irgendwann auch hier machen, weil das ja hier auch am einfachsten scheint. Da muss ich mit allen fünf zu dem Den gehen. Oder soll ich das... Welche Taste war es? L? L? Oder soll ich das Level 1 Regigigas in Platin-Shiny handen? In Usum ist am einfachsten. Ich will nicht unbedingt das Einfachste, ich will das Coolste. Eigentlich das Level 1 Giratina wäre das Coolste von allen. Was habe ich eigentlich in den letzten Streams verpasst? Dass es neue böse Wörter gibt, die das Posten einer Nachricht unterbinden? Nö, ist schon immer so, dass du nicht Kappa schreiben darfst. Ich habe nicht gespeichert, verdammt. Gigigi. Du wirst das Regigigas mit Level 1 in Platin irgendwann handeln. 1 zu 8000. Aber man kann es eigentlich sehr gut resetten, einfach davor stellen. Oh Gott, der Trugschlag wird schrecklich. Stahl kann man nicht paralysieren, oder? Hallo Noah Night Raven. Doch? Ich merke es. Psycho-Klinge bringt nicht um, oder? Ich habe halt nicht gespeichert nach Regia. Es fällt mir gerade auf. Psycho-Klinge kann ich um. Das steht nicht sehr effektiv. Und ich bin Level 100 und erst Level 70. Komm schon, Psycho-Klinge. Ah, ich habe Stab. Nein. Okay, okay, alles gut, alles gut, alles gut. Elektro geht nicht. Naja, Donnerwelle ist Elektro, deswegen... Hohe Crit-Chance. Ja, alles gut. Das war ein Volltreffer. Ja, das war alles kalkuliert. Niederländische Friseure hassen diesen Trick. Das NL-Wort für Friseur klingt wie das böse K-Wort. Kaka? Okay, das ist also eine tolle Information. Ich meine, okay. Also warum willst du denn das Wort schreiben? Komm noch ein. Marco, oh, du bist ein Deoxys. Geil. Wie jagst du Deoxys, Marco? Du hast deinen nicht mitbekommen, nö. Muss ich jetzt wiederholen. Noctu, du warst Noctu. Ich weiß es sogar noch. Du hast es gemacht, ich habe den Zettel rausgezogen und gesagt, Mariko, du bist Noctu. Habe ich das jetzt schon so etabliert, dass du dir denkst, ah, ich muss eh 5 Minuten warten, also aktiviere ich's und dann komme ich irgendwann wieder. Kappa, Robinson, du nervst. Hör einfach auf, irgendwelche dummen Worte zu schreiben, wie wär's damit? Florian, du bist auch ein Noctu. Olopoto, du bist ein Monozyto. Noch hoffe ich auf die GBA-Spiele auf der Switch, sonst so wie du.
Die GBA-Spiele auf der Switch, ja, da müssen sie dann eigentlich die ganzen Inseln und so freischalten, oder? Das wäre ja ziemlich gemein, wenn nicht. Ich spiele gerade Legends Arceus für meine Original Living Decks und habe bemerkt, dass ja dann alle Hisui-Pokémon in Rätselbällen sein werden. Was sagst du dazu? Es kommt drauf an, wie du das siehst. Wenn du das so siehst, dann ist das so, ja. Aber so wie ich das sehe, sind sie in Pokébällen. Der Strange Ball ist es nur, wenn du es in Relation zu einem modernen Spiel anschaust. Aber wenn du es in Home oder in Legends Arceus anschaust, ist es im Pokéball. Also, was Strange Ball ist ja nur, weil es den Ball halt nicht gibt. Hallo, Taisi. Für Cognitus Auras am besten wegen Dex Navi. Ich habe selber noch nie gemacht. Aber das wird gesagt, ja. Also, ich würde Incognito in Legends Arceus suchen. Einfach immer rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und wenn ein Ausbruch da ist, natürlich den checken. Beziehungsweise könnte es noch richtig krass sein und dann jeden Ausbruch halt akribisch checken, sodass zu 100% eins drin ist. Und dann irgendwann, wenn du, keine Ahnung, ich würde sagen, sobald du ein Shiny doppelt kriegst, würde ich zu Auras wechseln und dann da gezielt nach Buchstaben suchen. Bei den Auras ist die Chance, wobei ich weiß gar nicht, wie hoch ist die Chance bei Dexnav? Nicht 1 zu 100, glaube ich. Und? Nice. Aber sind da in PLA nicht normalerweise Brontes drin, außer bei Outbreaks? Wett? Nee, also wenn du in den Tempel fliegst, sind da Incognitos. Und wenn dann Massenausbruch ist, dann sind da nur Incognitos. In mein Team. Waschen wir erstmal raus. Nein, das brauchen wir. Das ist das Einzige, was wir jetzt brauchen. Du sitzt den Kristall immer noch in deinem Shiny Incognito. Du hast ja auch erst damit angefangen, oder? Zu Deoxys habe ich noch eine Frage. Du hast immer denselben Seed. Heißt das, klassische Soft Resets funktionieren nicht? Das erkläre ich in dem Video auch, Florian. Darum geht's doch in dem Video. Regice war ich. Hier war ich und hier ist das andere, oder? Hinter mir. Bam. Und dafür haben wir ein Flampignon. Aber das muss an erster Stelle. Dann sollten wir da rein dürfen. Lass mal klopfen. Ejo. Deoxys kannst du in Smaragd, also jedes stationäre Pokémon ist blöder zu Shiny Hunten in Smaragd, weil die Seeds immer gleich sind. Korrekt. Deswegen flüchtet man. Wenn du flüchtest, siehst du ja immer den nächsten Seed. Also siehst du, resettest du nicht den Seed und fängst wieder bei Null an und siehst das Gleiche, sondern du gehst ja immer weiter, immer weiter, immer weiter. Deswegen flüchtet man, deswegen in Smaragd musst du bei Deoxys das Rätsel immer wieder machen. Ich sollte mich heilen gehen. Das habe ich aber, glaube ich, näher in dem Video erklärt und in dem neuen, in meinem neuesten Deoxys-Video, wo ich 4 Shiny Deoxys-Videos gefangen habe, habe ich das, glaube ich, auch erklärt.
glaube. Beziehungsweise ich habe verwiesen auf das RNG-Video. Bin halt wieder am Strand entlang stolziert und bin zu meinem Coffeeshop gegangen. Ich habe mir gar keinen Kaffee geholt. Jetzt schlafe ich euch ein. Ich habe mir einen Iced Chai Latte geholt. Das wird wohl on der unmöglichen Switch Shinies nach Manaphy das Nervigste. Deoxys ist nicht das Nervigste. Es gibt so viel nervigere. Jirachi, Manaphy. Ich würde sagen, Wailord war nerviger. Dummimiesel, Vermiebs. Jedes Pokémon in der Safari-Zone. Du musst nur das Rätsel schnell ablaufen. Wie ich in dem Video auch gesagt habe, ob du das Video, also ob du resettest, habe ich das rausgeschnitten aus dem Video? Das kann sein. Ich habe wieder nicht gespeichert. Ob du das Spiel soft resettest, weil du es zum Beispiel in Feuerrot machst, oder ob du das Spiel nicht soft, also flüchtest und das Rätsel mal wieder machst, ist zeitlich exakt gleich. Nee, ist es nicht. Weil du rein und raus gehen musst. Deswegen habe ich es aus dem Video geschnitten, weil ich es im Video aufnehmen falsch gesagt habe. Ich habe nicht einberechnet, dass du rein und raus gehen musst. Egal. Es ist auf jeden Fall nicht so nervig. Cool, dass ich das jetzt immer noch an erster Stelle hier habe. Scheiße. Scheiße. Kill mich einfach. Du hast Eis gesagt. Heißt. Muschi. Wie geht's deinem Rücken? Wie immer. Ja. Du musst wegen dem Zufallsshiny nochmal spielen. Welches Zufallsshiny? Habe ich Angst, dass Psychoklinge killt. Wegen Shiny Tobutz? Hä? Warum ist Tobutz ein Zufallsshiny? Okay, dieser Trugschlag. Ich weiß nicht, ob ich Psychoklinge machen soll. Warum habe ich den nicht gespeichert? Habe ich irgendwas anderes? Knirsche von Infernopod. Regice, Eisstrahl. Ach so. Da denke ich doch nicht dran. Hä, warum weiß ich das nicht? Habe ich das einfach wieder vergessen? Das heißt, dir ist das gleiche bei Tobutz passiert, was mir bei Ho-Oh passiert ist. Und du machst mich immer noch fertig wegen Ho-Oh. Dabei ist dir exakt das gleiche passiert. Hallo Maurediven. Oh, Knirscher ist auch schlecht. Hallo Beast.
Du kannst dich nicht für immer auf Ho-Oh ausruhen, Mariko. Das Turbo-Zert ist komplett wieder relativiert. Deswegen bin ich gespannt, wie es bei Cognito wird. Großartig wird das. Dass Ranger Rock überlebt hat, war gerade ein Wunder. Also die Moral der Geschichte, Shiny Luck oder Pech gleicht sich irgendwann von selbst aus. Yep. Das ist das mathematische Schicksal. Warum habe ich Knirscher gemacht? Wie ist das? Kommt es jetzt wieder? Es muss wieder kommen, sonst wäre man ja gesoftlockt. Okay, das ist ja voll einfach. Vielleicht aber erst morgen? Nee. Was nehme ich denn? Donnerwelle und dann Eisstrahl. Ich darf mit meinem Fuß nicht über dem Reset-Button hovern, das ist gefährlich. Nee, der liebe Dave hat seinen DS mir geschickt, also verkauft, aber schon losgeschickt. Der kommt vielleicht die Woche noch. Ich glaube es aber nicht. Und ich habe vorhin nochmal meinen DS am dritten Laptop ausprobiert. Also ich habe jetzt an drei PCs meinen 3DS nicht mehr zum Laufen gebracht. Komm, ich mache einmal Psychoklinge. Ist doch eh egal. Ist ja locker. Wenn er jetzt einen Volltreffer macht, ist halt blöd. Macht er nicht. Macht er nicht. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Auf jeden Fall, ich habe es an drei verschiedenen Windows-Rechnern probiert. Und es ging nicht. Das heißt, das kann ich am Treiber legen, sonst irgendwas, sondern es liegt wirklich an dem. An der Capture Card im DS. Das heißt, ich schicke den Murky zum Reparieren. Und dann habe ich mit dem DS und meinem reparierten dann hoffentlich zwei DS mit Capture Card. Was die zukünftige Manaffe-Jagd halt ein bisschen ansehnlicher macht. Und vielleicht mir auch das halt öffnet, dass ich auch mit zwei DS gleichzeitig jage, weil jetzt ist immer DS und Switch. Wobei es auch, glaube ich, cooler aussieht, wenn man Switch und DS mischt, anstatt einfach zwei Giratinas nebeneinander. Warum bist du nicht gedonnerwelt? Wie ärgerlich ist das für dich? Was ist das für eine Frage? Wie soll ich das beantworten? Auf einer Skala von 1 bis 35 ist es durchaus eine 30 ärgerlich. Hm? Ist halt so, Sachen gehen kaputt, man muss sie reparieren. Unsere Spielmaschine ist auch kaputt. Morgen kommt der Landlord und schaut sich die Heizungen an, warum die nicht gehen. Nix geht, so ist das Leben. Konto geht runter, ärgerlich, würde ich sagen. Ah, man muss Geld ausgeben, um Shinies zu finden. Braucht ihr die Heizung denn schon? Es ist arschkalt.
Also, die Heizungen sind wahrscheinlich nicht kaputt, die sind nur noch nicht an. Aber die Heizung im Bad, so diese Handtuchheizungen, wisst ihr, die so an der Wand hängen, diese Gitter, die an der Wand hängen, wo man seine Handtücher trocknen kann und sowas, die ging noch nie. Und das habe ich jetzt gestern dem geschrieben und er hat sofort geantwortet, dass er vorbeikommen kann. Und uns erklärt, wie die angehen oder sie repariert. Aber dann sage ich ihm auch, dass er mal uns die Heizung zeigen soll, wie die am besten eingestellt wird. Weil es ist dieser Winter hier in Irland. Als ich eben kurz vor kurzem in Deutschland war, war ich ja geschockt, wie warm es bei euch ist. Hier, das war der schlechteste Winter, den ich in 5 Jahren hier erlebt habe. Es war so traurig, dieser Winter hier. Dieser Sommer hier. So ein trauriger Sommer. Nie irgendwie überhaupt 20 Grad. Es ist so kalt. So, das war's. Jetzt können wir tatsächlich zu Reggie Drago. Bei uns sind fast noch 30 Grad. Soll ich jetzt reden wir jetzt echt übers Wetter. Hier ist es gerade 20 Grad, hat es hier gerade. Also arschkalt. Sagt das Handy. Ja, lass mal ein Camp aufmachen. Ich habe hier nun 3 DS-Systeme da. Werde ich auch mal für Doppelhand nutzen, sobald Smaragd durch ist. Und ich meine Regigigas für Gen 4 Origin Decks haben werden. Celebi und Deoxys gleichzeitig geerntet. Celebi und Deoxys gleichzeitig. Das heißt, du willst dieses Rätsel während Celebi machen? Da könnte ich mich niemals drauf konzentrieren. Okay. Ich muss alle 3 in Steam tun. Natürlich haben wir den Punkt schon. Mal schauen, ob das jetzt First Try funktioniert. Das heißt, ich nehme einfach den gleichen Screenshot wie bei Vylord, weil ich die Konsole resette. Gibt es in Irland Windwasserhosen? Nein, wir sind ein dritte Weltland. Wir haben nicht mal fließend Wasser. Wir haben auch kein Google. Wir müssen jedes Mal in die Bibliothek gehen. Was sind Windwasserhosen und warum sollten wir sie nicht haben?
Du, wir haben, Amazon hat hier den Hauptstandpunkt und wir haben kein Amazon. Also für Google könnte das auch so sein. So, warte, ich sehe es doch da unten. Ich muss das da machen. Bam. Nein? Muss das weg? Ah. Ich habe einfach mal ein Bild unten geguckt von Regie Drago. So, warum hast du jetzt gesagt, in der Tür stehen bleiben? Hier, oder? Ich kann auch hier einfach speichern. Windhosen sind kleine Tornados und Wasserhosen sind ausschließlich auf dem Wasser. Ah. Ach, Windhosen. AKA Tornado oder Wirbelsturm. Du verarschst mich jetzt, oder? Wenn du sagst, wenn wir über Wetter reden, achso, ja, okay, aber Windhose, wenn du Windhose und Wasserhose schreibst, dann denke ich an eine Art von Wasser, an eine Art von Hose. Hose, du hast Hose geschrieben und nicht Tornado. Wer benutzt denn das Wort Windhose und Wasserhose? Oh, logisch, heute, Leute, guckt mal, die Wasserhose dort. Das sagt niemand, Wasserhose. Jeder würde sagen, oh, da ist ein Tornado. Oder, keine Ahnung. Kannst auch nicht dafür, dass es so heißt. Du kannst aber was dafür, dass du das Wort benutzt, was dumm ist. Angelhose, Hochwasserhose, Wasserhose, Windhose. Es gibt vielleicht Hosen, die extra winddurchlässig oder undurchlässig sind. Das war cool. Warum ist da so ein Schleier, der von oben runterkommt? Der ist mir nie aufgefallen. Mal schauen, ob das jetzt stimmt. Wenn du das untersuchst, wirst du die Schalter nicht zurücksetzen können. Drachenmuster, okay. Ra. Das ist, glaube ich, nicht shiny. Okay, und dann... Ich muss noch einmal checken, wie ich das dann fange. Lieber jetzt verkacken, als dann. Windhose ist eine Attacke, genau. Und da hat Dragoran eine Hose an. Ey, eins, es funktioniert. Es geht los! Ist nicht Fliehen und das Puzzle neu machen schneller? Nein. Sieht das dir zu langsam aus? Das Shiny wird im Pokéball gefangen? Nee, im Tauchball. Aber ja, lass mal checken, wie man das fängt jetzt. Das kann nicht irgendwie eine Selbstzerstörungsattacke, oder? Soll ich es mal fangen und gucken, was das kann? Es geht doch um Effizienz für deinen Dex. Ja, und die Effizienz ist es neu zu startende Spiel. Was meinst du? Glaubst du, es ist wirklich effizienter, jedes Mal das Muster neu zu machen, mit dem Potenzial, das Muster falsch zu machen? Und dann dazustehen, während ich ein anderes Spiel auch resette? Es kommt auf Langzeitkontinuität an und nicht um in dem Moment exakt eine Sekunde schneller. So, ich würde... Wahrscheinlich so wie bei den anderen. Wie sieht denn die Psychoklinge aus? Das war ein Volltreffer? Das war kein Volltreffer. Okay, nein. Wir machen keine Drachenklinge. Keine Psychoklinge. Das heißt, wir machen... Wie stark ist der Druckschlag? Druckschlag ist okay. Das heißt, wir machen einfach ein paar Mal Druckschlag. Jetzt gucken wir mal, wie lange... Ob Regidrago eine Attacke macht, die Risiko-Tackle oder sowas? Irgendwas? Was war das? Schemenkräfte? Was?
kann sie nicht selber wehtun, oder? Regi Drago ist ein Braver. Was soll ich denn jetzt machen? Okay, ich glaube, Tauchball ist am besten, oder? Mit den blauen Armen. Was haben denn die Regis mit Evolis zu tun? Mauridiven muss sich nur beschweren, dass wir keine, nicht genug Evolis haben. Wir haben neue Regis gekriegt, aber keine neuen Evolis. Das passt schon zusammen. Aber immer nur am Rumheulen. Weißt du, wir kriegen Dummi Miesel, die Leute heulen, dass wir kein Potrot kriegen. Wir kriegen Regis, die Leute heulen, dass wir keine Evolis kriegen. Wir kriegen Terra, die Leute heulen, dass wir kein Petter kriegen. Kriegen wir Petter? Vielleicht kriegen wir Petter. Wir haben keine neuen Raubkatzen bekommen, richtig frech. Ich glaube, Regi Drago kann keine Selbstzerstörungsattacke, oder? Wir kriegen safe Mega Potrot in ZA. Ja, weil Potrot das typische Gen 6 Pokémon ist. Wer kennt es nicht? Mega Potrot. Nee, der bringt sich nicht selbst um. Moin, habe ich was verpasst? Ja, ich habe 300 Shinies gefunden. Selbst bei Regirock bist du an den Punkten vorbeigelaufen? Eben. Okay. Ich glaube, Regidrago kann sich nicht umbringen. Alles gut. Die zweite Zahl bei Fusion ist immer das Größere. Also das, der Grundstock quasi. Hallo Faulgott. Kann ich... Schon drei, oh mein Gott. Jetzt hast du aber uns heiß gemacht, ne? Geht nicht. Und alles ist kaputt. Das stimmt nicht. 200, was? Aber 213 ist safe nicht Pummeluff und Paras. Hä? Das ist ja auch das Falsche gewesen. Hä? Aber
Du hast nicht zu viel versprochen. Es ist eine coole Idee. Es ist wirklich eine coole Idee. Wir müssen eh, ich habe das Gefühl, wir müssen eh viel mehr mit Potrot noch fusen. Nudelpot. Ich sage ja, wir kriegen nicht mal alle Megas, die es bisher gibt. Ich sag, es passiert so, wie es passiert. Na, es gibt Fanmade Mega-Potrotzen, die sehen richtig geil aus. Genau wie Dummi Miesel oder Dummiesel. Was haben wir gekriegt? Ein noch dümmeres Dummiesel. Danke, voll Gott. Statistisch gesehen müsste Regidrago sogar noch vor Giratina kommen. Oder was heißt statistisch gesehen, aber oddstechnisch. Wenn wir gleich schnell sind. Giratina ist aber immer noch schneller, oder? Auf die Mega-Starter bin ich sehr gespannt. Ihr nehmt Sachen an. Das ist unfassbar. Das Spiel hat einen Trailer, in dem es so aussehen lässt, als ob wir einfach SimCity spielen. Und ihr redet von Mega-Startern. Und welche Evolis und welche neuen Megas und. Was wir nicht alles kriegen. Und in Wirklichkeit haben wir einen Trailer, wo wir einfach einen blauen Bauplan haben. Der sagt, dass wir die Stadt aufbauen. Bei diesen Sachen, immer wenn ich das höre, hoffe ich so sehr, dass es wirklich einfach so ein Spiel wird, wo man eine Stadt aufbaut. Wie SimCity. No Pokémon. Damit die Leute endlich verstehen, dass sie aufhören sollen, Hoffnung zu haben. Die Hoffnung stirbt zuerst. Please. Ihr könnt nur enttäuscht werden, wenn ihr so denkt. Was ist jetzt mit dieser Nintendo Indie? Ist sie schon vorbei? Haben sie Hollow Knight vorgestellt endlich? Ja, war irgendwas Cooles? Hollow Knight? Das Mega kommt ist safe, wenn du das sagst. Fuck. Ich habe das falsche Spiel resettet. Ich bin jetzt die ganze Zeit so, okay, welches Spiel resette ich mit meinen Füßen und welches mit meinen Händen? Ich will die ganze Zeit Regidrago mit meinem Fuß resetten. Nein, schau, ich hab's wieder getan.
Oh, wir haben am Wochenende Deadpool 3 angeschaut. Ich habe das, glaube ich, schon oft gesagt. Ich glaube, das war es. Ich denke nur dran, weil Madonna jetzt gerade kommt. Madonna war etwas sehr präsent in Deadpool 3. Und ich glaube, das war der schlimmste Video, der schlimmste Kinoaufhalt, den ich jemals hatte. Also der Film ist ja schon einen Monat draußen, aber wir hatten null Zeit mit Umzug und Urlaub, dass wir den Film anschauen. Deswegen haben wir ihn jetzt erst angeschaut. Winziges Kino. Also der Saal, das Kino ist das größte in Irland, aber der Saal war halt winzig, weil der Film so alt ist. Ein Monat. Wisst ihr noch damals, als man 3 Monate Film anschauen konnte im Kino? Für 70 Pfennig. Und sogar so, dass die Kinoleinwand war faltrig. Jetzt nicht in der Mitte oder sowas, aber am Rand waren einfach Falten, die man gesehen hat die ganze Zeit. Der Sound war viel zu leise, was das Hauptproblem extrem verstärkt hat, dass ohne Schmarrn Leute durchgehend während des ganzen Filmes, und ich übertreibe nicht, wenn ich das so sage, durchgehend geredet haben. Das war wie, als ob ich mir den Film anschaue auf einem öffentlichen Platz am, keine Ahnung, Marienplatz in München und es ist ein Open-Air-Kino oder sowas und Leute sind unter anderem auch wegen was anderem da und unterhalten sich. Es war so unverschämt. Eine Gruppe hinter uns rechts, genau hinter uns rechts, hat sich durchgehend unterhalten, aber laut. Und ich habe mich umgedreht und sofort gesehen, okay, das sind Assos. Wenn ich jetzt was sage, Rosa hat die ganze Zeit einen bösen Blick nach hinten geworfen und ich mir dachte schon, oh mein Gott, hör auf. Aber wenn ich denen was gesagt hätte, hätten die absichtlich lauter oder extra noch gegen meinen Stuhl gekickt oder sowas. Solche Leute waren das. Das waren nicht Kinder oder irgendjemand, dem das, die so flüstern zu oft oder sowas, sondern die waren absichtlich laut geredet. Und wenn du denen gesagt hättest, hey, könnt ihr leise sein, dann werden sie es erst recht nicht sein oder aggro sein oder sowas. Deswegen kannst du nichts machen. Kannst wirklich nichts machen. Außer rausgehen. Zusätzlich war der Film viel zu leise, sodass man oft Dialoge nicht gehört hat. Vor allem, weil hinter dir Leute geredet haben. Aber manchmal auch links Leute geredet oder vor uns haben auch Leute geredet. Und nicht so, mal kurz so zwischendrin oder sowas. Oh, guck mal, das ist die Anspielung oder oh mein Gott, das Logo hier oder sowas. Was ja in Deadpool sehr oft vorkommt, irgendwelche Fourth Wall Breaking Stuff oder sowas, wo man Hintergrundwissen haben muss. Nein, die haben einfach unfassbar, unverschämt. Deswegen gehe ich nicht ins Kino, da verpasst du aber einiges. Ich würde sagen, das Problem war hier, dass wir so lang den Film nicht gesehen haben und dass das Kino sehr klein war und dann sind da auch eher Leute, die sich sicher fühlen, laut zu sein. Als wenn es ein riesiges Kino ist, IMAX, und das voll ist, dann würden sich solche Leute es wahrscheinlich eher nicht trauen. Beziehungsweise ist dann die Chance höher, dass irgendjemand sich dann richtig beschwert. Oder auch nicht. Ich glaube einfach, es liegt vor allem auch daran, dass sehr wenige Leute in dem Saal drin waren und dass der Film auch sehr leise war. Wenn der Film richtig laut gewesen wäre, dann hätte ich die gar nicht gehört. So wie es auch sein sollte. Ich hätte rausgehen sollen und sagen sollen, machen Sie den Film mal lauter. Bei unserem letzten Kinoaufhalt haben sie die Lichter nicht ausgemacht. Das war auch geil. Aber da ist dann jemand vom Rand rausgegangen und hat uns gerettet. Dann wurden die Lichter ausgemacht. Das ist aber auch geil. Einfach Licht nicht aus. Nein, man sollte ins Kino gehen. Du solltest ins Kino gehen, Verox. Auch alleine. Ich überlege mir schon die ganze Zeit, ob ich in Romulus gehen soll, alleine. Ich habe Angst. Ich war noch nie im Horrorfilm. Rani, hör auf. Nein. Du hast deine Farbe geändert. Du bist blau. Warum bist du blau? Egal ob frisch oder lang, man hat sich im Kino zu benehmen. Natürlich. Aber die Chance ist immer da, dass Leute reden. Also die Chance ist auch immer da, dass hinter dir Kinder sitzen und gegen deinen Stuhl bangen und sowas. Das sollte aber dich nicht dazu bringen, nicht mehr ins Kino zu gehen, weil Filme unterstützt man am besten, wenn man ins Kino geht.
gute Filme sollte man so unterstützen und gute Filme, die für die Leinwand gemacht sind, sollte man auch auf der Leinwand anschauen, weil sie einfach, du schaust einen Film ganz anders. Du hast einen Film viel besser im Kopf. Du wirst ihn eher nicht vergessen, als wenn du ihn zu Hause anschaust, während du immer wieder auf dein Handy schaust. So Filme wie Oppenheimer oder jetzt auch Romulus würde ich so gerne im Kino sehen, weil es halt einfach IMAX ist. Ich gucke später nach Karten. Gehe ich halt allein ins Kino. Aber ich habe so Angst vor der Deepthroat-Szene. Ich will nicht von einem Facehugger gedeepthroated werden. Hallo Sakura. Dankeschön für 9 Monate. Dann hast du jetzt eine andere Farbe, Prani. Ich habe nur Angst, dass ich dich jetzt nicht mehr sehe, weil die Farbe geht sehr unter. Aber das ist okay. Wenn das besser zu dir passt, dann ist das so. Eigenes Kino im Keller. Aber sicher kein IMAX-Kino, Mann. Welche Farbe hast du? Guck dich doch an. Seht ihr alle eure eigenen Farben nicht? Du bist hellblau. Ich hätte nicht gedacht, dass ich verwirrt bin, welches von den beiden Spielen ich mit dem Fuß steuere und welches ich nicht. Ich bin echt 3D-Beamer. 4K ist trotzdem kein IMAX. Das ist ja schön und so. Das ist geil, ein eigenes Kino zu haben. Aber es ist trotzdem kein IMAX mit Popcorn und davor hin und mit Freunden und danach über den Film mit Freunden reden und mit anderen im Kino sitzen und gleichzeitig die Emotionen von den anderen zu spüren, wie sie machen oder lachen oder sowas. In welchem Abo-Monat gibt's den Mindball? Ich glaube 4 Jahre. Halte mich, Marco, halte mich. Man kann auch aufs Klo, ohne was zu verpassen. Hey, da müsst ihr nur die App runterladen, die euch sagt, bei welchem Film ihr am besten aufs Klo geht, weil ihr nichts verpasst. Das ist cozy gerade. Hallo Mystery. Toasty. Wenn du noch da bist, du bist ein Hooper. Und JJ. Du bist ein Caputoro. Finde Kino mittlerweile sehr teuer, dafür bekommt man halt schon fast die DVD. Weißt du, warum Kino so teuer ist? Weil so wenig Leute ins Kino gehen. Ich finde, wenn man sich überlegt, was man da bekommt, ist es gar nicht mal so teuer. Ich meine, es ist teuer. Es ist wirklich teuer. Ich glaube, jetzt für Deadpool haben wir pro Person 23 gezahlt. Dann kommt noch 2 Getränke und 2 Popcorn dazu, sind nochmal 25 Euro. Dann ist so ein Kinobesuch bei... Aber es ist halt ein Ding. Du machst halt ein Ding draus. Das ist wie in ein Restaurant zu gehen. Du machst halt ein Ding draus. Du machst einen Film zu etwas, wenn er gut ist, der Film. Wenn der Film kacke ist, dann never mind. Aber wenn der Film es verdient hat, dann finde ich, hat er auch verdient, dass man da so ein Ding draus macht, dass man das zelebriert, dass man da halt wirklich
fährst dahin, isst was davor oder danach, dann noch Popcorn, Getränk und dann gehst du dahin und dann lacht man zusammen oder was auch immer. Das ist halt ein komplettes Erlebnis, das, was viele Filme verdient haben. Also ich habe mit Essen und Premium-Ticket so 20 bis 25 Euro bezahlt. Das ist ja nix. Ich hole keine Nachos, weil Nachos an den Händen so scheiße sind und weil sie so laut auch sind. Mein Popcorn ist schon laut, aber Nachos sind noch lauter. Nee, das Beste ist salziges Popcorn mit M&M's, gelben M&M's. Einfach draufschütten. Dann hast du salzig und dann immer wieder eine süße Überraschung. Eine nussig-süße Überraschung. Salzig, süß. Ja, jeder, der süßes Popcorn nimmt, ist dumm. Also, ist okay. Ich will nur, dass ihr es wisst. Hier gibt's nicht mal süßes Popcorn in diesem Land. Würdest du ins Kino gehen, wenn du alleine im Saal bist? Ich meine, es geht manchmal, indem du eine Vorstellung nimmst, die irgendwie um 10 Uhr in der Früh ist. Und wenn der Film schon einen Monat draußen ist, dann bist du wahrscheinlich alleine. Hey, solange ihr mal salziges Popcorn probiert habt und dann gesagt habt, hä, ich will doch lieber die Zuckerbombe. Ist ja okay. Aber wenn ihr noch nie salziges Popcorn probiert habt, dann dürft ihr nichts sagen. Weil wahrscheinlich mögt ihr salziges mehr. Salziges hat mir nie geschmeckt. Das ist eine Lüge. Kann gar nicht sein. Bei salzig bekommt man so viel Durst und braucht mehr zu trinken, dann muss man am Ende während dem Film aufs Klo. Ich bin noch nie während einem Film auf die Toilette gegangen. Ich verstehe gar nicht, wie Leute das schaffen. Du sitzt im Kino, gehst davor auf die Toilette, dann hast du ein Getränk, lass es 0,5 sein, ein kleines Popcorn, salzig, dann frisst du das Popcorn und sparst dir das Trinken genau so lang, dass es fertig ist, wenn der Film fertig ist. Was ich wieder geschafft habe, perfekt. Und das salzige Popcorn macht auch nicht unbedingt durstiger und du hast ja was zu trinken und du wirst doch wohl 0,5 Liter in deiner Blase aufbewahren können. Vor allem, wenn du dich nicht bewegst, weil du sitzt ja nur da. Meistens muss man erst auf die Toilette, sobald du dich bewegst, sondern alles irgendwie in der Blase, die Rezeptoren so, oh mein Gott, sie ist voll. Aber wenn ich da sitze, ich muss null auf die Toilette. Ich muss immer erst auf die Toilette, wenn ich dann irgendwie aufstehe und mich bewege und dann so, oh ja, doch. Salzige Chips schmecken auch nicht. Mögt ihr irgendwie kein Salz? Aber Zucker, schön viel Zucker rein. Nice. Hat beides für mich nach Meer geschmeckt. Salzige Chips schmecken nach Meer. Schön Zucker auf Steak drauf. Salziges Popcorn schmeckt nicht. Du schmeckst nicht. Das arme Popcorn. Ihr würdet hier alle nicht überleben. Hier gibt's in Irland gibt es kein süßes Popcorn. Das ist ein deutsches Ding. Salziges Popcorn ist die Norm. Hast du mich probiert? Du hast dich probiert. Saftiges Popcorn? Ja, Mann. Trunks möchte saftiges Popcorn. Salted Caramel? Das mag ich zum Beispiel nicht. Ich mag nicht, wenn man salzig und süß mischt. Rosa nimmt ganz oft Schokolade, die Salz drin hat. Nee. Nee.
Es geht, aber ich denke so, warum? Warum muss ich zwischendrin so einen Salzgeschmack auf einmal haben, während meiner Schokolade? Nee, nee, nee. Schokolade mit Salz, ja. Wie Salted Caramel. Caramel, Karamell ist ja auch Zucker und mit Salz. Mag ich auch nicht. Die Amis machen ja noch Butter auf das salzige Popcorn. Die Deutschen machen auch Butter auf ihr zuckriges Popcorn. Zartbitter mit Chili. Chips und Schokolade sind nur gut in ihrer Urform. Schokolade so gut wie mit null Milch, einfach 90% Bitterschokolade und Chips einfach auch immer ohne Geschmack. Pizza Schoko mag ich auch nicht. Das hat auch niemand zu mögen. Wer soll denn Pizza mit Schoko drauf? Das ist wie diese komischen Schokodöner. Was wollt ihr alle Diabetes? Ich habe lieber eine Zuckerbombe als eine Salzbombe. Dein Körper hat wahrscheinlich lieber die Salzbombe als die Zuckerbombe. Aber ja, dein Gehirn nicht. Ich weiß auch nicht, wieso es so ein Problem mit Fettleibigkeit gibt. Warum? Ja, Pizza mit Schokolade, Döner mit Schokolade. Es gab eine geile Nudelpizza von Dr. Oetker. Aber es muss nicht alles geben. Man muss nicht Pokémon Fusion spielen im echten Leben und einfach sagen, ja, lass mal herstellen. Habt ihr das eine TikTok gesehen von diesen beiden Italienern? Die waren irgendwo in Italien und haben dann, waren halt in der Pizzeria und haben dann auf der Menükarte gesehen, keine Ahnung, 10 Euro Margarita, 13 Euro Prosciutto und so weiter. Und ganz unten war Pizza Hawaii, 100 Euro. Mega. So offensichtlich, so witzig. Jedes Restaurant sollte es machen. Hallo, ach Lara. Aber ist voll in Ordnung. Ihr habt gar keine Meinung mehr zu äußern. Ist ja alles nicht vertretbar, was ihr sagt. Sag nichts gegen Pizza Hawaii. Oh nein, Hilfe. Ich darf nichts sagen, sonst wird Mystery sagen, du gemeiner Mensch. Sogar der große Allvater Gronkh mag sie. Vielleicht mag ich sie deswegen nicht. Die wurde so schlecht nach Pizza Hawaii. Mir auch. Solange es Neapel-Pizza mit Wurst und Pommes drauf gibt, darf von denen keiner die Nase über Hawaii rümpfen. Aber ich glaube nicht, dass es in Neapel Pizza mit Wurst und Pommes drauf gibt von Italienern. Das machen die wegen Touris. Das machen die, um irgendwie Touris anzulocken. Das kann kein italienisches, echtes Rezept sein. Ich weiß, da gibt es die wildesten Sachen. Ja, ich weiß immer noch, wie überall auf den italienischen Menüs steht Wurstel. Was einfach nur Wiener Würstchen sind. Überall drauf. Das ist safe nur wegen den Deutschen. In Sardinien gab es das Wurst-Pommes-Ding dauernd. Ja, wegen den Touris überall. Kannst du mir nicht sagen, dass in 1750 oder in 500 vor Christus in Rom die Leute saßen und sich gedacht haben, weißt du, was diese Pizza noch braucht? Ein paar ordentliche Fritten und Wiener Würste.
Zum Glück sind die Geschmäcker verschieden. Ja, leider. Sonst hätten ja alle Leute Geschmack, wenn sie alle meinen Geschmack hätten. Der einzige, der richtig... Pizza mit Schoko kommt aber tatsächlich auch aus Italien. Ja, aber wer sagt das denn? Woher, wo? Auf Wikipedia steht das? Wo steht das? Die Herkunft der Schokopizza ist aus Neapel höchstpersönlich unter dem Pisa-Turm gekocht. Nein. Egal, ich habe meine vier Hippos. Hallo Dave. Shiny Reggie Steel? Nein, Shiny Reggie Drago. Die beste Schokolade hat Lakritze drin. Schau, keiner hier hat eine gute Meinung. Wie soll ich euch denn jemals immer ernst nehmen, wenn ihr mit so solchen Sätzen kommt? Kong sagt, Pizza Hawaii ist gut. Der sagt wahrscheinlich auch, dass das Eistee mit Sprudel und Zitronengeschmack das Beste ist. Okay, können wir aufhören, über dieses dumme Essensthema einmal die Woche zu reden? Ist ja schrecklich. Wie sind wir darauf gekommen? Ich habe sicher nicht angefangen. Ich habe nicht angefangen damit. Wer von euch hat Essen in den Mund genommen? Kino? Schau! Ich habe mit Kino angefangen, aber nicht... Und dann kommt wieder... Was habe ich gesagt? Ich habe wahrscheinlich erzählt, dass ich salziges Popcorn genommen habe. Und dann kommen wieder die Elitisten und sagen, was? Salziges Popcorn? In den Knast mit dir. Zucker. Wir brauchen Zucker. Du hast es selber... Ich habe von Kino geredet. Auf jeden Fall Deadpool 3 ist nicht so gut. Eigentlich wollte ich nur das erzählen. Also die Kino-Experience war schrecklich, wie ich erzählt habe, aber der Film war auch nicht so gut. Er war dieses typische dritte Teil, so wie auch Thor, Love and Thunder, so wie auch Guardians of the Galaxy 3. Einfach zu sehr das gemacht, was die Filme immer machen, nur zu krass übertrieben. Ich meine, alle 5 Minuten waren Fourth Wall Break. Alle 2 Minuten wurde Madonna gespielt. Alle, keine Ahnung, 10 Minuten kam ein B-List-Schauspieler oder sogar A-List-Schauspieler und hatte eine 5-Minuten-Cameo. Also irgendwann, ich meine, die Momente waren witzig. Klingt ganz nach Marvel. Es ist ja nicht Marvel. Aber es, würde ich sagen, ist der Deadpool-Film, der am nächsten an Marvel dran ist, was auch die Story ist. Was ich auch blöd fand. Er hat zu sehr die ganze Zeit die vierte Fourth Wall gebrochen, so von wegen. Ich sag's mal so. Ich mach keine Spoiler, keine Angst, aber die... Ich sag mal so, die einzelnen Momente sind an sich lustig. Wenn man die jetzt auf TikTok sehen würde oder als kurzen 3-Minuten-Clip auf YouTube, super lustig. Und ich habe auch sehr gelacht. Aber wenn du dir den ganzen Film anguckst, was am Ende passiert und wie alles abläuft und wie banal und dumm und unoriginell diese Story ist, ist der Film halt an sich einfach nicht sehr gut. Da waren die ersten 2 besser und der zweite vor allem mit der Story auch und der Zeitreise und sowas und dann tatsächlich eine tiefgründige Story mit ihr und sowas. Und da ist es einfach, keine Ahnung, okay, wir haben 300 Witze und wir müssen die irgendwie miteinander verbinden. Und die Story kannst du in 5 Minuten erzählen und wahrscheinlich auch in 5 Minuten... Wenn du all die Witze rausnimmst und nur die Story ablaufen lässt, ist der Film wahrscheinlich 10 Minuten lang. Aber ich will ihn trotzdem anschauen, ist sehr unterhaltsam. Aber es wirkt alles sehr erzwungen. Nein.
Mucke hat heute sehr schöne Vice City Vibes. Ja, wir hören jetzt wieder diese Mucke, weil ich habe jetzt wieder aufgehört. Ich habe wieder die VODs auf Twitch ausgeschaltet, auch wenn eine Person das stört. Mariko, es tut mir leid, aber niemand sonst stört es. Und als ich sie wieder angeschalten habe, habe ich auch nicht gehört, ja, sie sind wieder an. Das wurde wahrscheinlich noch nicht mal bemerkt. Deswegen, wenn ihr meine VODs schauen wollt, schaut sie auf YouTube. Aber ich habe keinen Bock, dass meine Twitch-VODs die ganze Zeit gemutet sind oder Copyright und wir dann hier nur dumme Fahrstuhlmusik hören dürfen. Doch, ich schaue die abends immer. Dann schau sie auf YouTube, Mariko. Du bist der einzige Mensch, der denkt, dass Twitch besser ist als YouTube. Und komm mir nicht mit Werbung. Komm mir nicht mit Werbung. Ich habe keine Werbung auf meinem Kanal. Ich schaue kein YouTube mehr an. Ja, wenn du meine Videos schauen willst, dann du schaust sehr wohl YouTube. Jeder, du schaust sehr wohl YouTube. Twitch ist besser als YouTube. Okay. Also ich hatte es bemerkt, aber dann schaue ich sie halt auf YouTube. Aber YouTube kann ich ohne die übertriebenen Preise nicht klein machen und nebenbei was anderes am Handy spielen. Ach ja, stimmt, das war dein Problem. Das kannst du wirklich nicht machen. Siehst du, Twitch ist besser. Das hat nichts damit zu tun. Du gibst wahrscheinlich auf Twitch mehr Geld aus als auf YouTube. Wenn du für YouTube 13 Euro ausgibst, dann ist YouTube auch perfekt, ohne Werbung und mit Hintergrund Play und sowas. Du hast 3 Handys und 2 Tablets. Ich benutze gerne YouTube Premium, damit spare ich auch Spotify, weil ich darauf auch Musik hören kann. Ja, das wäre so viel kluger, auch wenn ich das machen würde, anstatt auch noch zusätzlich Spotify zu haben. Auf Spotify ist das Interface so viel besser als von YouTube. Aber wenn man auf jeden Fall Geld sparen will, dann auf jeden Fall nur YouTube. Da ist Musik dabei, Filme, alles. Filme sind nicht umsonst, aber... Das sind Filme. Languste, du bist ein Karipas. By the way, wollte ich ja eigentlich Zwiebs machen. Und ich wollte auch gestern streamen. Nur, was ich nicht geschafft habe, ist einen Zwiebs-Ausbruch zu finden. Irgendwo hatte ich mal gelesen oder irgendjemand hier hatte mal gesagt, dass die Eventausbrüche keine Plätze wegnehmen von den normalen Ausbrüchen. Das will ich vehement jetzt widerstreiten, weil ey, es kamen so gut wie keine Ausbrüche, außer diese Kack-Eventausbrüche. Das heißt, ich kann erst wirklich nach Zwiebs-Ausbrüchen suchen, wenn, der 1. September ist. Weil dann sind diese Massenausbrüche vorbei. Ich habe locker 3 Stunden resettet und ich habe keinen Zwiebsausbruch gefunden. Dann dachte ich mir, gut, dann machen wir halt Regidrago. Wenn neues, direkt ein neues Event,
Ja, das wäre so gemein, wenn sie dann eine Möglichkeit gefunden hätten, die Massenausbrüche, also quasi Massenausbruch-Reset nervig zu machen, weil sie sind so nervig dadurch. Wenn die Hälfte die ganze Zeit vorgeschriebene Ausbrüche sind und du kannst nichts mehr randomisen. Ich glaube nicht, dass sofort wieder was kommt, das hätten sie schon angekündigt. Ist denn ein Zwiebsausbruch so sinnvoll? Man findet ihn doch nur per Auto-Battle. Ist es da nicht besser, Level 2 Sandwiches zu machen? Du findest es nicht nur per Auto-Battle. Du musst halt deine Äuglein aufmachen. Ich mache meine Äuglein auf. Und dann gibt es auch noch ein Rezept, was Dave mir damals gegeben hat, dass du Zwiebs, also Humongous-Rezept, Jumbo-Rezept, das heißt, alle Zwiebs sind größer. Und dann musst du halt genau hingucken. Und ich drehe von meinem Bildschirm die Farbsättigung noch extrem hoch. Das heißt, du siehst den Unterschied zwischen Braun und Blau sehr gut. Und wenn du halt drüber nachdenkst, so du brauchst halt einen Shiny Zwiebs mit einer Wahrscheinlichkeit. Und dann brauchst du auch noch davon die Wahrscheinlichkeit 1 zu 100. Das heißt, auch wenn es natürlich mit Begegnungskraft 2 geht, willst du halt bei diesen unfassbar schlechten Odds die besten rausholen, die nur geht. Und das ist Massenausbruch mit 1 zu 512, 60 gekillt und dann dadurch gucken. Dadurch, dass du sie nicht killst, ist der Ausbruch aus für immer da. Du bleibst immer bei 512. Nein. Also auf die Masse gesehen musst du es eigentlich machen. Also ich bin bei 50 Shiny Zwiebs und ich habe ja auch, glaube ich, bis 40 habe ich es auch noch mit Begegnungskraft gemacht. Aber 150 Unterschied ist halt schon was auf Masse gesehen. Und seitdem ich das mit dem Massenausbruch gemacht habe, habe ich ja auch pro Reset, also pro Rezept, weil du machst natürlich auch noch ein Schillerkraft 3 Rezept dazu an. Pro Rezept habe ich mindestens eins immer gefunden. Und davor sind manchmal einfach 4 Rezepte vergangen und ich habe keine einzige Shiny gefunden. Hallo Jens. Ich hätte lieber über 200 Shinies bei Domiesel gebraucht. Das war ja Pain mit den Mäusen. Aber dafür sind deine Mäuschen so viel mehr wert. Du gamest zurzeit abgesehen von Draftlingen. Was ist Draftlingen? Nur noch Retro-Pokémon-Games? Sehr gut. Liegen. Ah. Hast du schon dein Shiny Wahl? Ja. Voller Körpereinsatz hier. Wie viel hast du gebraucht? 415. Übrigens finde ich es etwas erschreckend, dass mein Shiny Vylor-Tweet jetzt genauso viele Aufrufe hat, genauso viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie mein Shiny Gen 1 Arctos. Ein Shiny Gen 1 Arctos sollte so viel mehr Aufmerksamkeit kriegen als ein Shiny Wal. Cooles Shirt. Dankeschön, das ist mein Merch.
Wahrscheinlich, weil du bei Violet jemanden markiert hast. Ja, und übrigens hat Anubis geantwortet auf den Tweet und hat gemeint, dass es leider ist dieses Violet kein Maxi-Pokémon. Wenn man dieses Violet übertragen könnte auf Karmesin und Purpur, wäre das 1 zu 16.000 riesig. Also es ist die komplette Bandbreite an Größen könnte es haben, ist halt random. Das ist sehr schade. Aber trotzdem ist, ich weiß, wir wissen, wir haben den Beweis, es ist das größte Violet, wenn nicht sogar das größte Pokémon, das größte Shiny, das man haben kann. Bis es irgendwann Giga Endynalos gibt. Wenn es irgendwann... Wobei, ich habe Shiny Endynalos, aber das kann man nicht jagen. Ich weiß nicht, ist nur Giga Endynalos größer oder ist Endynalos an sich größer als Violet? Ich glaube, Endynalos an sich ist größer als Violet. Giga Endynalos wird sicher ein Ding in Go. Kann aber auch sein, dass sie es... Ja, ich meine, da gibt es auch Mewtwo X und sowas, was ich bis heute nicht habe. Was ist das für ein Kacklied? Ich will ja nicht angeben, aber ich habe das auch. Das Shirt. Angeber. Ah ja, das hat wahrscheinlich geholfen, dass ich Anubis getaggt habe in dem Tweet. Und seitdem ich Arktos gefangen habe, habe ich auch ein paar, wie wollen wir das nennen, berühmte Leute unter meinen Followern, die, wenn sie sowas liken, all ihre Großen, alle ihre Fans das auch sehen. Deswegen, ich glaube, es liegt eher daran. Weil hätte Anubis nicht drauf geantwortet, hätte der Tag es, glaube ich, nicht geändert. Und die View-Anzahl war schon sehr hoch, bevor Anubis drauf kommentiert hat. Deswegen, glaube ich, lag es eher daran, dass so ein paar Shiny-Koryphäen es geliked haben. Ist ja auch egal. Ich fand es nur interessant, dass man Shiny Arktos gleich bald... Es ist noch nicht ganz, ich glaube, 100 Aufrufe oder so, da fehlen noch. Mein Shiny Arktos ist vielleicht bald nicht mehr mein meistgelikedester Post. Beste Lyrics, gell? Simpel, einfach. Wie läuft denn das Gen 6 Video? Zufrieden bisher? Ich bin so null zufrieden damit. Das habe ich auch schon bei Gen 5 gesagt. Ich glaube, ich werde nie wieder Greenscreen machen, weil der so schlecht wie diesmal ist der Greenscreen noch nie gewesen. Weswegen ich mich die ganze Zeit aus dem Video rausschneide. Also ich glaube, im ganzen Video bin ich nur zu 10% zu sehen. Und selbst die Stellen hasse ich, weil der Greenscreen, ich dachte, ich habe es gut hingekriegt und dann sitzt man da, schneidet das Video und es ist so hässlich, dieser Greenscreen. Alles flackert, alles ist hässlich, ist schrecklich. Deswegen nein, ich bin sehr unzufrieden und
Ich habe schon 5 Minuten geschnitten. Ich habe heute einen Joke geschnitten, den ich auch gepostet habe. Das hat 2 Stunden gedauert, das zu schneiden. Es ist wie jedes Mal. 1 Minute braucht so 1 Stunde. Im Schnitt brauche ich für 1 Minute Video 1 Stunde schneiden. Nur diesmal, weil ich eben nicht so überzeugt bin von dem Video, fällt es mir so schwer, immer weiterzumachen damit. Aber ich muss es wieder so wie bei den alten Videos machen. Ich muss einfach sagen, ich muss jeden Tag 10 Minuten schaffen. Heute will ich noch 5 Minuten schneiden. Und dann morgen 10 und nochmal 10. Und dann bin ich in 5 Monaten fertig. Eigentlich hätte ich mehr Bock, das Vylord-Video zu machen. Aber ich sollte auch das andere Video nicht unterbrechen, weil dann habe ich noch weniger Bock, weiterzumachen. Musst du noch Zapdos und Lavados dazu packen aus Gen 1? Niemals. Reiben wir wieder Bäume ein oder Reisen zu sehen in dem Video? Nein. Das höchste der Gefühle ist, dass ich einen Anzug angezogen habe. Und ich glaube, ich werde nie... Ich sträube mich immer davor, einen Cutter zu holen. Also jemanden, weil all die anderen haben natürlich... Und ich hatte früher ja auch einen Cutter. Aber ich sträube mich so ein bisschen so dagegen, weil... Ich wüsste nicht, wie ich jemanden finde, der so viel Ahnung von Pokémon hat. Weil wenn jemand keine Ahnung von Pokémon hat, kann man die Videos nicht schneiden. Und ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, weil wenn du so viel Ahnung von Pokémon hast und gut schneiden kannst, was nur dann wird sich's lohnen zu machen, aber dann zu Recht würde die Person sehr viel Geld kosten. Wenn ich pro Video vielleicht 200 Euro verdiene, und so jemand locker 200 Euro pro Video verlangen sollte, wie soll ich das rechtfertigen? Ich kann nicht jemanden ein Video schneiden lassen und der Schnitt kostet mich genauso viel, wie das Video mir jemals einspielen wird. Wobei, eigentlich sollte man das machen. Eigentlich muss man das so machen und so habe ich es früher auch gemacht. Aber da waren es simple Videos zu schneiden. Da war das einfach nur, ich sitze vor der Kamera und es wird zurechtgeschnitten und ein paar Einspielungen oder sowas. Jetzt ist es halt wirklich Storytelling mit Szenen, die du finden musst, dir überlegen musst und so weiter. Wie soll das jemand machen, außer ich? Ich, keine Ahnung von irgendwas, wäre der perfekte Mann. Hallo, goldgeiler Holzbeinpirat. Ich habe Ahnung, aber keinen Plan von Schneiden. Hey. Ich habe schon mehreren Leuten gesagt, die hier zugucken und Pokémon-Ahnung haben. Wenn ihr auch nur ein bisschen lernt, wie man schneidet, ich gebe euch sofort einen Job und Geld. Nicht einen Job, ich gebe euch Geld. Ein Job wäre, dass ich euch anstelle, das mache ich nicht. Aber ich hätte so viele Sachen zum Abgeben, wenn hier Leute wären, die auch nur ein bisschen schneiden können. Und das Schneiden, man muss schon ein bisschen schneiden können, aber oft denken Leute, dass es zu schwer ist. Schnitt von dem Level, was ich mache in meinen Videos, ist die simpleste Ebene. Es ist wirklich nicht hart. Man muss es halt mögen. Weil Schneiden ist sehr... Es ist nicht Fließbandarbeit, aber es ist sehr... Du hast so eine Stunde vor dir und du denkst dir so, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Weil du eben pro Minute 1 Stunde brauchst im Schnitt. Und du denkst, also du brauchst extremes Durchhaltevermögen. Deswegen ich auch jede Minute erstmal eine halbe Stunde Pause mache, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, noch länger auf diese Timeline zu starren.
Oder es fehlt auch, also es reicht auch nicht, also es gibt natürlich Jobs, wo es reicht, schneiden zu können und ein bisschen Pokémon-Know-how. Weil man dann einfach nur schneidet. Aber wenn du gut cutten willst, musst du halt auch kreativ sein. Also musst halt auf die Idee kommen, hey, welches Lied spiele ich da jetzt drunter? Hey, welchen Soundeffekt kann ich da einblenden? Dann sollte man die Meme-Welt auch noch ein bisschen kennen. So, hey, welche Meme würde hier auf einmal Sinn ergeben, weil sie zum Kontext passt? Es ist halt ein kreativer Job. Aber allein, wenn jemand das Grundvideo schneiden könnte und ich dann einfach drüber gehen könnte und alles noch verfeinern könnte mit, keine Ahnung, lustigen Sachen, Ideen oder sowas, das wäre schon so viel Zeitersparnis. Aber ich habe es ja auch schon öfter probiert und ich habe Leute auch an die Hand genommen und mit denen geschnitten und denen das gezeigt und ich habe es nicht ausgehalten. Ich musste dann immer, man könnte sagen, ich habe zu früh aufgegeben, aber eigentlich habe ich meistens den Leuten lange Chance gegeben. Einen Monat oder sowas. Und es war immer noch, dass ich die ganze Zeit die an die Hand nehmen musste, ständig Sachen verbessern musste. Und am Ende ich genauso viel Zeit investiert habe, wie wenn ich es, also ich hätte es auch selber machen können. Schwierig. Reset ist fast gleich schnell. Regi Drago ist ein bisschen langsamer. Du startest heute Final Fantasy 16? Viel Spaß! Brauchst mir davon aber nichts erzählen, weil ich es nicht kenne. Ich kenne nur die Demo. Und die war genial. Ich bin mal gespannt, wie du ein Final Fantasy Teil jetzt siehst, im Kontext zu, weil du nur 7 kennst. Vor allem 16 ist ja komplett anders als 7. 16 spielt wirklich so mittelaltermäßig. Und 7 ist ja schon so auch mit MGs und Waffen und sowas und Städten. Oder Hightech. Und 13 kennst du? Okay. Ja, 13 war auch so gemischt. Mit Hightech und so. Bin gespannt, wie du dann so... Firaga, das kenne ich. Oh, Bix. Sachen, die du erkennst oder so. Oh, Ifrit. Magst du eigentlich Anomaliespiele? Was sind Anomaliespiele? Oder lese ich es wieder falsch wie Windhose? Meinst du Anno 1603 als Anomalie? Was ist Anomalie? Final Fantasy 9 auf der PS1 fand ich cool. Oder Final Fantasy 8. Ich spiele gerade, gestern erst gespielt, Final Fantasy 6. Du zockst 14 seit 4 bis 5 Jahren? Ich habe auch mal 14 gespielt. Aber da mein weitestes, dass ich in der Story gespielt habe, war eben bis Ifrit, glaube ich. Mich stört einfach, wenn Spiele was kosten. Weil dann... Das fand ich an Elder Scrolls Online so cool. Das kostet nichts. Guild Wars kostet nichts. Ich mag es lieber, wenn es einmal was kostet und dann nie wieder. Und WoW und Final Fantasy sind halt monatliche Kosten. Und das macht mich immer fertig. Weil dann habe ich das Gefühl, ich muss jetzt diesen Monat dieses Spiel spielen. Und dann, wenn der Monat vorbei ist, mache ich es immer weg.
weil ich diesen Zwang irgendwie nicht mag. Deswegen bin ich nie weiter. Ich habe immer mal wieder angefangen, weil ich die Welt einfach genial finde. Und ich finde auch die Grafik und die Charaktere super cool. Allein das Prinzip, dass man alles werden kann, dass du dich nicht von Anfang an auf eine Klasse festschießen musst, sondern du kannst jederzeit sagen, okay, nein, ich möchte doch Hellbarde haben anstatt Großschwert oder sowas. Das Prinzip ist so genial. Du musst zwar grinden ohne Ende dafür, aber ein Charakter alle Jobs, das ist großartig. Aber ja, ich will nicht monatlich dafür zahlen. Dafür hat es mich irgendwie nicht gecatcht genug. Spiele, wo du Unterschiede finden musst, um weiterzukommen, sagen wir, du musst auf Floor 8, kommst jedes Mal in denselben Raum und musst schauen, was sich verändert hat oder ob alles... Das ist ein eigenes Genre? Was? Wie ist das ein eigenes Genre? Keine Ahnung, ich habe bestimmt schon solche Spiele gespielt, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das Genre besonders gern mag. Anomalie? Stormblood ist kostenlos? Ernsthaft? Ja, aber nur wenn man das Base Game hat, oder? Also ich kann doch nicht einfach komplett Final Fantasy gratis spielen. Was? Nee, daran habe ich kein Interesse an Anomalie-Spielen. Ist Teil der Free Trial? Achso, ja, okay, klar. Bis Level 20 oder was das ist? Oder ist es inzwischen höher? 70! Ja, verrückt. Ich habe noch nie verstanden, warum man einen nummerierten Hauptteil als MMO raushaut. Eigentlich hätten sie einfach nur das Final Fantasy nennen können, oder? Ich meine, es gibt Final Fantasy, das allererste. Ich glaube, wenn sie es Final Fantasy genannt hätten, dann hätte jeder gecheckt, ah, du spielst das MMO. Ich finde es auch komisch, vor allem es gibt ja auch noch 11. Oder 12? 11? 12? Und dann haben sie daraus ja 14 gemacht, aber du kannst trotzdem immer noch 11 spielen. Als eigenes MMO, obwohl es zwei verschiedene sind, obwohl es eigentlich das gleiche ist und so. Crazy. Das ist schon komisch, dass einfach 11 und 14 MMOs sind und kein Hauptteil. Wobei, du kannst es auch sehen als Hauptteil, weil es ist ja auch eine Story, die du einfach durchspielen kannst, wie in jedem Final Fantasy. Du kannst es schon rechtfertigen als Hauptteil. Aber ich hätte es auch, glaube ich, besser gefunden, weil es eben sich immer updatet. Wenn es einfach das Final Fantasy MMO ist, mit all den Updates und sowas und nicht 14. Gab auch einen Teil bei Dragon Quest. Es gab auch bei Monster Hunter Final Fantasy. Hallo Demon King. Du suchst das dritte weibliche Shiny Flamely. Wie habe ich das eigentlich gemacht? Ich glaube, ich hatte krankes Glück bei Flamely. Ich glaube, ich habe nur ein Männchen gekriegt zwischendrin. Irgendwas war da. Was war da? Ich hatte so krasses Glück. Ich müsste jetzt in meine Homebox gucken, wie viele Männchen ich habe. Es war auf jeden Fall unverschämtes Glück, dass ich so viele weibliche Flamelys. Ich glaube, ich habe sie gebrütet, ja. Ich habe es nicht in Karmesin und Purpur gemacht. Ich habe gebrütet. Wie streamst du eigentlich gerade Platin oder hattest du das Problem mit der Capture Card gelöst? Das ist Emulator mit Fußpedal. Ich steuere den Emulator mit Fußpedal. Also A-A-A-A-A-A-A Soft Reset. Das ist mein Speicherstand auf dem Emulator, was viel zu lang gebraucht hat, bis ich das technisch hingekriegt habe. Dabei war die Lösung so einfach.
Und wenn deiner da ist, weiß ich noch nicht, wie ich das mache, weil das ist ja nicht meiner. Also ich kann da zwar, also Giratina kann ich darauf handeln, weil da nicht mein Account drauf ist. Also weil das der Speicherstand in der Cartridge drin ist. Aber ich kann meinen Account ja nicht auf deinen DS draufhauen, weil man einen Account immer nur einmal haben kann. Das heißt, wahrscheinlich benutze ich den DS einfach nur, um Sachen zu handeln und tausche sie dann von da rüber auf meinen DS. Genau, und dann tauscht du halt rüber und benutzt da Home. Was heißt, und deswegen habe ich es heute auch nochmal gecheckt, ich werde meinen DS trotzdem zu Murky schicken und den reparieren lassen. Weil ich brauche trotzdem meinen DS irgendwie als mit Capture Card. Und ich will ja zwei am Ende. Deswegen habe ich ihn heute nochmal an einem dritten Laptop ausprobiert. Also mein PC, Microsoft Surface und Gaming Laptop, alle drei. Geht nicht. Das heißt, es liegt nicht am Treiber, es liegt nicht am Kabel, die Capture Card ist tatsächlich. Das heißt wahrscheinlich all die Male, wo hier im Stream auch mein Bild nicht angezeigt werden wollte und ich dann rein, raus, rein, raus, rein, raus. Es hat nichts geändert, wenn ich das Kabel geändert habe oder sonst irgendwas. Waren die Vorwehen wahrscheinlich von dieser Capture Card, die einfach langsam gesagt hat, nein. Ich hoffe, dass innen drin einfach nur vielleicht ein Kabellose geworden ist. Aber das würde nicht. Aber. Keine Ahnung. Weil es wird ja erkannt als Gerät. Es wird nur nicht als Capture Card erkannt. Keine Ahnung. Aber ich muss sie reparieren lassen. Warum resette ich dieses Giratina immer aus Versehen? Es ist echt komplizierter, als ich dachte, zwei Spiele zu soft resetten. Bei Wylord war es wenigstens immer hinradeln und sowas, da war es. Hier geht es so schnell, dass ich oft mit meinen Füßen das mache, was ich eigentlich mit meinen Händen machen sollte. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit den Füßen mache. Wenn ich zwei Sachen vor mir liegen hätte, dann würde ich das abwechselnd machen und dann. Wobei, dann könnte ich es auch einfach vertauschen die ganze Zeit. Probleme. Shiny Hunter Probleme. Den Füßen resettest, wärst du von zum ersten Mal. Ich hätte ja effizienter sein können. Gut, es geht aber auch nur, weil ich das gerade auf dem Emulator machen muss. Wenn ich ein DS habe, dann würde der DS wieder vor mir liegen. Auf dem Emulator wirst du immer leichter resetten können, weil du alles Mögliche anschließen kannst. Du könntest auch eine Dance-Matte anschließen und einfach die ganze Zeit tanzen. Oder ich könnte auch einen Voice Command anschließen, wo ich einfach die ganze Zeit sage A, Reset. Und dann macht das von alleine. Oder ich könnte einfach ein Skript schreiben, das sagt A, R, L, Z und so weiter, ne? Du kannst auch auf deinen DS mit den Füßen draufhauen, das stimmt. Aber die Tasten, also die Soft Reset Combo möchte ich sehen, wie du die mit den Füßen erwischt. LR Start und Select mit den Füßen. Wobei, da kannst du, was hat jemand gesagt? Genau, du kannst L und R einfach mit einem Gummiband fixieren und dann nur Start und Select reindrücken. Das kriegt man vielleicht noch hin mit dem kleinen C. Wie bekommst du das Shiny dann vom Emulator auf Home? Das ist ja mein Save und meine ROM. Ich tue einfach mein Save und meine ROM, also die ROM nicht, aber ich tue mein Save zurück auf mein DS. Und dann übertrage ich das auf Home. Ganz normal. Da ist nix, keine Magie dabei.
ob man das dann auch Soft Reset nennen kann. Nur wenn du die wöchentliche Maniküre machen lässt. Und Regidragos gleich. Kann von einem 3DS direkt von Platin nach Home übertragen oder muss man wieder ein Main Game machen? Platin ist Gen 4. Das heißt, ja, du musst das Bogenschießen-Spiel machen. Von Gen 4 auf Gen 5 ist dieses Armbrustspiel. Von Gen 3 auf Gen 4 ist das Freundespark, Park der Freunde, Catchen-Spiel. Hatte gleichzeitig Giratina und BDSP, viel Glück. Dankeschön, Sefi Streuster. Dankeschön, dir auch ganz viel Glück. Schon alle Event-Shinies in Cabo mitgenommen? Ja, am Freitag haben wir das gemacht. Ich glaube, nach 2 Stunden hatte ich alle. Habt ihr für den Oktober gute Horrorspiele? Im Moment habe ich nur, jetzt habe ich es wieder vergessen. The FNAF, geh weg mit deinem FNAF. Was willst du mit FNAF? Gollum. Das ist Horror, aber auf einer anderen Ebene. Casino Popo, mehr gruseln geht nicht. Okay, okay. Wann werden wir jemals das arme Casino Popo in Ruhe lassen? Das neue auf der Switch, was? Dieses komische, was kein Horrorspiel ist, was sie als Horrorspiel verkauft haben und keins ist. Das ist der Typ mit der Tüte auf dem Kopf. Nee, das ist kein Horrorspiel. Kommt auf GOG nicht Resident Evil 1 bis 3 raus? Die habe ich alle schon ohne Ende gespielt. Emio, genau, Emio. Aber das ist kein Horrorspiel, das ist ein Detective-Spiel. Was hast du gegen FNAF? Billiger Jumpscare-Horror? Mag ich nicht. Da kann ich auch einfach ein YouTube-Video abspielen mit dem Titel Random Schrei, 10-Stunden-Video, wo innerhalb von 10 Stunden immer wieder random jemand schreit. Da erschrecke ich mich auch. Das war genauso dumm. Hast du Quarry gespielt? The Quarry, das meine ich. The Quarry habe ich mir extra runtergeladen. Das finde ich jetzt übertrieben. Oh mein Gott, das tut mir leid, dass du das jetzt übertrieben findest. Rein in Alien Isolation, das kenne ich auch schon. Neue Spiele, ich brauche kein Alien Isolation spielen, das ist so 2010. Warum haben sie da eigentlich nie wieder einen Teil gemacht? Es gibt auch mehr als Teil 1 und 2 von FNAF. Ja, das ist ja das Schlimme daran, es gibt 16 Spiele davon und alle sind der gleiche Bullshit.
Tobi, du bist anscheinend ein riesiger FNAF-Fan. Aber du wirst mich nicht von FNAF überzeugen können. The Quarry, genau. Weil das war im Angebot und das wollte ich schon immer spielen. Und das ist ja von den Machern von hier, Man of Medan und sowas. Aber ich habe auch den vierten Teil von der Man of Medan-Reihe. Wie heißt es? Dark Anthology, bla bla bla. Den habe ich ja gar nicht gespielt. Kennst du Layers of Fear? Ja! Ich kenne sie alle! Deswegen frage ich nach neuen Spielen. Gibt es nicht neue Horrorspiele, die irgendwann jetzt rauskommen, weil Halloween ist? Redface, du bist ein Irokex. Irokex? Ja. Und Prani, du bist ein Frostetje. Frostetje. Hättest lieber Code Veronica als Remake oder ein Remake vom GameCube Remake von Resi 1? Was sind das für Auswahlmöglichkeiten? Ich finde das Resident Evil 1 Remake, das es gibt, braucht es kein neues geben. Das reicht. Und Code Veronica ist ja 2, ne? Gibt's auch ein Remake? Ich habe nicht mal Little Nightmares 2 gespielt. Ich will auch 3 nicht spielen. Hallo Felix. Wenn Gen 10 rauskommt, denken alle, Mann, war Capo gut. Oh Gott, ja, vielleicht. Echt? Bei dem DLC von Cyberpunk gab es so eine Alien Isolation Stelle? Ich mag das auch nicht so gern. Echt? Sowas hauen die da einfach rein? Unverschämt. Ich werde es irgendwann noch spielen. Ich mochte das Hauptspiel sehr. Vor allem Tracy. Hieß sie Tracy? Sie hieß Tracy, ne? Mit den Spinnweben? Die hieß Tracy. Last of Us auf Steam war kacke? Weiß ich nicht. Ich habe Last of Us nur auf der PS3 damals gespielt. Platiniert. Ich habe nie Remaster oder Remake gespielt. Erst recht nicht auf Steam. Du bist so gemein. Ja, vielleicht solltest du nicht sagen, dass du Lieder magst. Genieß doch einfach still die Musik im Hintergrund und ziehe dein Hauptaugenmerk nicht auf die Musik. Die Musik ist nicht dafür da, dass du sie hörst. Ich bin da, dass du mich hörst. Jedes Mal, wenn du die Musik kommentierst, skippe ich weiter. Vielleicht muss ich das ja machen wegen Copyright. Vielleicht bin ich aber auch nur gemein drauf heute. Reanimal soll ein Horrorgame sein, das bald kommt. Reanimal. Das kenne ich nicht. Reanimal. Für Reggie Dragos. Mir fehlen beide.
Aber Drago ist cooler. Reanimal. Ich glaube, mehr als The Quarry schaffe ich wahrscheinlich eh nicht, weil The Quarry so krass lang, glaube ich, ist. Hallo, stopp. Ach, das Reanimal, das so. Ah, klar kenne ich das, ja, ja. Ist quasi wie Little, also von der Spielmechanik wie Little Nightmares. Das sah crazy aus, ja. Die Grafik ist cool und creepy. Wo ist denn Spirit-Pokémon? Fabian, du bist ein Sneebel. Herzlichen Glückwunsch. Ich mag auch beide. Ich finde lustig, man sieht es hier nicht wirklich, aber Reggie Eliki ist ja winzig. Nicht winzig, winzig, aber sehr klein. Ich mag auch beide. Ich finde Regidrago so geil, wie es einfach halt zu einem fetten Drachenkopf werden kann. Ansonsten war ich das Wochenende halt im Kino Samstagabend und sonst tagsüber, Samstag und Sonntag, haben wir die alte Wohnung komplett geputzt und hergerichtet. Und oh mein Gott, hoffe ich, dass es gut genug ist. Ich habe an ein paar Stellen übertrieben wahrscheinlich und zu sauber gemacht. Weißt du, Stellen, die niemals sauber gemacht wurden in 50 Jahren, weil da niemand hinkommt, niemals hinguckt oder sowas. Aber ich es irgendwie gesehen habe und mir dachte, hey, lass mal sauber machen. Und ich hoffe einfach, dass da nicht irgendwas kommt von wegen, oh, das ist nicht Abnutzung, das ist kaputt gemacht von dir. Hast die Tür hingekriegt? Ich habe, also die Türe von außen sieht schon hart aus immer noch. Man sieht halt, dass da jemand mit einer nicht exakt gleichen Farbe versucht hat, es auszubessern. Ich hoffe aber, dass man es halt nicht sieht, wenn man... Also wenn da jemand wirklich durchgeht und guckt, dann sieht das sofort. Wenn jemand einfach nur reinkommt und sagt, hey, ist alles okay, ja, sieht alles gut aus, dann wird man es nicht sehen. Vor allem, weil ich in der Tür stehen werde und die Tür mit meinem Körper so gut wie möglich verdecken werde. Aber der Landlord meldet sich noch nicht mal. Also, der sollte eigentlich mal irgendwie eine Kontrolle oder halt die Schlüssel zurückkriegen oder sowas, aber er meldet sich nicht. Also, er antwortet mir nicht. Wäre so geil, wenn er jetzt sagt, ey, yo, ich verkaufe doch nicht, ihr dürft doch drin bleiben. Also, geht natürlich nicht, also Pech gehabt. Du hast 2 Random Shinies bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Und wieder schreibst du nicht, welche Shinies. Sind euch egal, welche Shinies ihr findet? Weil ihr schreibt nie dazu, welche Shinies ihr findet. Immer nur, ich habe gerade 2 Shinies gefunden. Ja, was denn? Erkennt man Shiny Regice direkt? Naja, wenn du 3000 normale davor gesehen hast, dann wirst du erkennen, wenn es ein bisschen blauer ist. Aber, ja. Es ist halt blauer. Ein Meryl und ein Hefel. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut, sehr gut. Hallo, Runny.
Aber ich habe den Briefkasten wieder perfekt hingemacht. Ich habe so viel Sekundenkleber benutzt, ey. Der ist jetzt besser als davor, dieser Briefkasten. Bombenfest. Renny geht ins Kino. Romulus. Renny, gehst du Romulus gucken? Detective Conan Film, okay. Come on. Alien habe ich schon gesehen. Ich überlege, ob ich alleine reingehe. Ich habe Angst. Maplama, dankeschön für dein Prime. Den neuen Alien schaust du übermorgen? Okay. Ich werde alleine reingehen. Und wehe, jemand redet. Deinen Conan-Film schaue ich auch gleich. Du würdest aber nicht wieder zurückgehen, oder? Nee, die Wohnung ist viel kleiner und sowas von kaputt und alt. Ich würde halt allein deswegen nicht zurückgehen, weil der Umzug ist so anstrengend. Körperlich, psychisch, meine Finger sind immer noch abgefuckt. Ich habe so viele Wunden an meinen Fingern vom Umzug. Rückenschmerzen, alles mögliche. Umzug ist so fucking anstrengend. Das gleiche einfach nochmal? Nee. Ich muss diesen Schmerz erstmal vergessen. Ich muss diese Schmach erstmal vergessen und dann kann ich wieder umziehen. Wie lange dauert das? Mindestens 2 Jahre, glaube ich. Wunden vom Umzug? Ja, keine Ahnung. Ich packe halt an. An einem Punkt ist mir ein kompletter Spiegel in meinen Händen explodiert. Und ich habe nur eine Wunde davon getragen, die weg ist inzwischen. Oder wo war die nochmal? Was ist das hier für eine Wunde? Ich glaube, die war hier. Ja, ist weg. Und am Samstag hatte ich durchs Putzen dort, irgendwie habe ich auch auf einmal in meine Hand geguckt, alles, also mein Finger war voller Blut. Ich so, hä, wo habe ich das denn? Wahrscheinlich von der Emo, was? Rasierklinge. Von der Rasierklinge habe ich irgendwie, bin ich vielleicht abgerutscht oder sowas. Ich ziehe auch bald von Sachsen nach NRW. Ist echt nicht einfach, wenn man so weit weg wohnt. Ja, wir sind 20 Minuten weitergezogen. Im Endeffekt, das ist schon mal geiler, weil du dann die ganze Zeit halt hin und her fahren kannst. Und es muss nicht eine fette Sache sein. Sondern es kann immer wieder über Wochen hinweg so Kleinzeug immer wieder hin und her getragen werden können. Umzug ist Krieg. Einige aus der Familie machen da einen Volkssport draus. Ich kenne auch eine andere Streamerin, die ist irgendwie in einem Jahr 4-mal umgezogen. Horror. Horror. Also musste sie. Die hat da keinen Spaß dran gehabt. Umzug immer nervig. Ich meine, es war mein erster richtiger Umzug, glaube ich, den ich komplett selber organisiert und alles habe. Mein erster Umzug war, als ich von zu Hause ausgezogen bin mit 21. Aber das war wirklich halt, da war die Wohnung, keine Ahnung, der Schmerz wurde schon vergessen. Es war nicht so schlimm. Ich habe immer wieder Sachen rübergefahren, sowas alle Zeit der Welt gehabt. Eltern haben geholfen. Dann von da weggezogen bin ich nach Irland und da hat halt die Firma von der Rosa alles übernommen. Also da kam eine Truppe an Menschen,
die die komplette Wohnung eingepackt hat, gelabelt hat, rüber transportiert hat und dort alles auch wieder ausgepackt hat und aufgebaut hat. Trotzdem war das auch stressig, weil natürlich nicht alles machen die und wir mussten ja auch mit dem Auto rüber und dann unsere Tiere mitnehmen und sowas. Und jetzt, das war wirklich der erste Umzug, wo ich wirklich ich alleine alles organisiert, geguckt, dies und das, hier, nach da und wie viel kostet das und nach da und sowas. Und hat auch das meiste selber getragen, bis auf der eine Tag, wo Umzugsleute gekommen sind und... Aber mit denen habe ich auch getragen. Also die haben nicht alleine getragen. Nur ich kann ja nicht komplett allein ein Bett tragen oder einen riesigen Schrank tragen. Und dann auf den... Das letzte Wochenende halt auf den Knien den ganzen Boden geschrubbt und alles. Und ich trage halt immer keine Handschuhe. Ich denke mir jedes Mal, ah, heute trägst du Handschuhe. Und dann trage ich wieder keine Handschuhe. Und dann habe ich halt 10 Schürfwunden und 3 Schnittwunden an meinen Händen. Das sind eigentlich die 4 Legis aus Karmesin und Purpur shiny locked. Alle Legis in Karmesin und Purpur sind shiny locked. Ich weiß nicht, welche 4 du meinst. Meinst du die Unheils-Pokémon? Die sind shiny locked, ja. Ich will nicht mich sehen, ich will das Pokémon sehen. Danke. Diese reglose Mimik. Voll die Kamera draufhalten. Ich meine, die aus den Schreinen. Ja, Unheils-Pokémon heißen die. Die sind shiny locked. Das fand ich ist die größte Frechheit. Ich habe ja erwartet, dass die Legis shiny locked sind. Aber diese 4 Sub-Legis, Unheils-Pokémon in ihren Schreinen, so perfekt hätte man die resetten können. Da war ich echt sacken. Da war ich so sauer, als das rauskam, dass die Shiny Locks sind. Das ist, ich hatte mich so gefreut, die resetten zu können, so wie hier Regidrago. Aber nix. Wie läuft's mit dem Arbeitsweg für Rosa? Hin ist immer ganz gut, sagt sie. Hin geht relativ schnell, setzt sich einfach in die S-Bahn und fährt dahin, steigt aus und gut, hört einen Podcast oder sowas. Aber zurück ist halt auch das Problem, dass halt das erste Mal ist was so blöd. Ich muss dazu sagen, mein Handy ist immer stumm. Außer ich weiß, dass ich einen wichtigen Anruf erwarte, dann mache ich mein Handy nicht stumm. Weil es gibt niemanden, der sich bei mir melden kann oder irgendetwas, was nicht so lange warten kann, bis ich auf mein Handy gucke von alleine. Also mein Handy macht nie Geräusche. Außer heute, weil ich auf einen wichtigen Anruf warte, der natürlich nicht gekommen ist. Ah ja. Und am ersten Tag, also oder das erste Mal, dass sie zur Arbeit gefahren ist, von der neuen Wohnung aus, wieder zurück, ist sie halt mit der S-Bahn gefahren und dann das Meer, also am Strand entlang gelaufen und hat die Tür nicht mehr gefunden. Das ist quasi, ihr müsst euch vorstellen, das riesige Meer, ein riesiger Strand und da ist irgendwo eine Tür, die auf unser Gated Community führt, auf unser riesiges Grundstück führt, wo unsere Wohnung drauf ist. Und sie findet diese Tür nicht. Und es ist stockdunkel halt und sie läuft da so hin und her. Und findet diese Tür nicht. Und ich gucke nur auf mein Handy und sehe halt einfach so viele Nachrichten, ob ich bitte rauskommen kann und ihr helfen kann, wo die Tür ist und so weiter. Und ich habe es halt nicht gesehen, weil ich war am Umräumen von der Wohnung, hier schleppen, da Sachen machen und sowas. Dann ist sie den ganzen Weg wieder zurückgegangen und den normalen Weg auf der Straße gegangen. Und das hat halt im Regen alles auch noch. Das war ein schöner erster Eindruck vom neuen Arbeitsweg. Aber ja, zurück ist immer nerviger, weil halt dann Leute, weil alle dann nach Hause fahren. Dann ist die S-Bahn voll, dann setzt eine S-Bahn aus oder dann kommt sie nicht. Hier kommen oft Busse oder S-Bahn einfach gar nicht. Und es steht auch nicht da, dass sie nicht kommen. Es kommt einfach nicht. Busse fahren auch manchmal einfach an dir vorbei, obwohl du die Hand ausstreckst. Hier muss man die Hand ausstrecken, sonst hält er nicht an. Ignorieren dich einfach, weil sie wissen, dass sie ihre Zeit besser einhalten sollten und deswegen düsen sie einfach an dir vorbei. Wir hatten es auch schon mal, dass wir innen drin stehen
Stopp gedrückt haben und er fährt einfach weiter. Wir so, wir müssen raus. Und dann die Meme. Halt, stopp, ich muss raus. Aber es scheint alles okay zu sein. Wird das eigentlich kommuniziert oder findet das jeweils jemand raus? Was? Achso. Nee, Pokémon redet nie über Shinies. Das erste Mal, also das allererste Mal, dass Pokémon selber von Shinies geredet hat, war das Shiny Gyarados in Gen 2. Und danach, glaube ich, erst jetzt wieder in Karmesin und Purpur, wo du in der Akademie halt Unterricht kriegst und dann dein Hauptprofessor da erzählt, dass es Pokémon mit anderen Farben gibt, mit einer Chance von 1 zu 4000. Die Zahl stimmt noch nicht mal. Und das Ponyta. Ja, aber das meine ich nicht. Deswegen zähle ich noch nicht mal wirklich das Gyarados. Ja, es gibt Shinies im Spiel zu fangen und die Quest sagt auch, hey, es gibt ein Ponyta mit einer anderen Farbe. Aber in Karmesin und Purpur kam das erste Mal vor, dass sie gesagt haben, hey, mit einer Chance von 1 zu 4000. Ich glaube, noch niemals hat Pokémon irgendwo kommuniziert, was die tatsächliche Shiny-Chance ist. Nicht in Interviews, nirgendwo. Das war das erste Mal, glaube ich, dass sie wirklich über die Technik hinter Shinies geredet haben im Spiel. Und dann auch nicht mal korrekt. Er hat einfach gesagt, mit einer Chance von 1 zu 4000 könnt ihr Pokémon finden mit anderen Farben. Nee, Pokémon sagt da gar nichts. Das ist, die sind da komplett still über sowas. Das ist alles in-game. Und das mit Shinies und so allgemein Taktiken im Spiel wird alles rausgefunden durch Fans. Also wir testen diese Sachen. Und dann, weil Millionen von Menschen das machen, wird das zusammengetragen. Und früher war es wirklich so, dass man einfach durch die Daten von so vielen Spielern abschätzen konnte, also muss es so selten sein. Wie, glaube ich, bis heute ist nicht bestätigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Shiny in Pokémon Sleep auftaucht. Aber es wird auf 1 zu 100 geschätzt. Daran, wie oft Leute anscheinend Shinies kriegen. Vielleicht kann man inzwischen auch in die App schauen, keine Ahnung. Ja, und inzwischen gibt es Dataminer, aber selbst Dataminer gucken nicht einfach nur in den Code. Da steht nämlich nicht die Zahl. Also, doch. Solche Zahlen stehen im Code mit 1 zu 4000, beziehungsweise da steht nicht 1 zu 4000, sondern die können sich die 1 zu 4000 ausrechnen anhand der Mechanik, wie ein Shiny kalkuliert wird. Dankeschön, sanfter Wikinger, für 9 Monate. Dankeschön. 16 zu 65.000. Ja, oder 8? 8 zu 65.000, oder? Damals, jetzt 16 zu 65.000. Und Dataminer gucken halt in den Code, aber es ist auch nicht so, dass die einfach aus dem Code ablesen, weil der Code ist auch für die erstmal einfach Spaghetti-Text so. Was die eher machen, ist, die lassen das Spiel laufen und haben währenddessen einen Live-Code, der ihnen angezeigt wird. Und dann versuchen sie Sachen im Spiel und schauen halt, was sich im Code verändert. Und so können halt Leute wie Anubis dann rausfinden, okay, wenn ich das mache, verändert sich diese Zahl, also muss diese Zahl bedeuten, dass das der Wert ist für IVs. Und da sich das geändert hat in dem Moment, scheint es, dass das Wetter abhängig ist auf IVs. Quatsch jetzt, ich sag irgendwas, aber es ist nicht so, dass sie einfach in den Code reingucken und Sachen ablesen, sondern die sitzen auch Wochen, Monate und testen Sachen. Weil es ihnen Spaß macht. Und wir profitieren. Und so können auch Sachen einfach falsch kommuniziert werden. Es gibt immer noch, zum Beispiel, ich wundere mich, dass heute noch niemand gesagt hat, was? Regidrago 1 zu 4000? Du hast doch den Schiller-Pin. Das ist eine Sache zum Beispiel, die immer falsch gesagt wird. Und dann, weil es erstmal logisch wäre, dass der Schiller-Pin auch wirkt bei Regidrago, tut er aber nicht. Es ist halt seltsam, weil bei Regidrago geht er nicht, aber bei Cobalium wirkt er zum Beispiel.
Und das sind Sachen, die erstmal in der Allgemeinheit so vermutet werden und dann sich rumsprechen. Und dann klar, Reggie Drago, Schiller Pin besser als zu 2000 oder 1000. Und dann muss es immer erst Dataminer geben, die sagen, Moment, Moment, Moment. Ich habe im Code geguckt und tatsächlich ist es bei Reggie Drago nicht so. Also da gibt es dann oft so Sachen, die sich rumsprechen, die falsch sind und dann, ja, müssen Dataminer gegen diesen Mob ansprechen und schaffen es oft nicht und so wird es einfach... Es gibt immer noch falsche Informationen von vielen Shiny-Hunting-Methoden. Aura zum Beispiel in Schwert und Schild ist auch, glaube ich, immer noch, denken Leute, dass das anders läuft. In Let's Go gab es sehr viele falsche Gerüchte über Shiny-Hunting. Was muss sich der Erste, der ein Shiny Pokémon bekommen hat, gedacht haben? Ich schätze mal, das war ein Gyarados. Gyarados ist sehr weit am Anfang vom Spiel. Sehr am Anfang vom Spiel. Es könnte sein, dass das erste Shiny, das jemand jemals gesehen hat, war das Shiny Gyarados. We will never know. Aber sowas kann man sich immer fragen bei allem, ne? Ich meine, ich wäre gern dabei, als die Leute Milch entdeckt haben. Muss man erstmal drauf kommen. Diese Kuh. Diese Euter. Ich probier's mal. Siebter Orden ist Anfang für dich. Dass du's. Moment, Moment, du kommst weit vorm siebten Orden dahin. Du kommst dahin, sobald du Surfer kannst. Und sehen, ein rotes Gyarados sehen, tust du das erste Mal, wo du dahin kommst. Das ist voll früh. Ah ja, wahrscheinlich hat jemand im wilden Gras vorher was gefunden. Ja, du kannst es vom Ufer aus sehen. Du musst nicht Surfer können, um dahin zu kommen. Ah, stimmt. See des Zorns ist ganz oben rechts. Welche Chance hat ein Shiny Shaman in Brilliant Diamond? Hab locker schon 3000 Resets. 1 zu 4000 wie jedes Pokémon in Brilliant und Diamond. Der Schillerpin in BDSP wirkt nicht. Nur Brüten ist verbessert, jedes andere Pokémon ist 1 zu 4000. Auch Shaman. Erst bei 1 zu 4000, erst bei 4000 Resets darfst du dich langsam beschweren. Bei 3000 noch nicht. Ja, es stimmt schon, ein Starter kann es ja auch noch gewesen sein. Ja, bei so vielen Leuten, die Gen 2 damals gespielt haben, waren bestimmt welche dabei, die natürlich ein Shiny einfach so gefunden haben. Ich habe auch irgendwie im Kopf, dass ich was gefunden hatte. Es kann auch sein, dass das über Jahre ich mir eingeredet habe oder durch Geschichten im Chat und sowas meine Erinnerungen durcheinander gekommen sind. Das ist noch gut. Ich muss Shaman und Darkrai in Platin holen mit 1 zu 8. Du willst. Du musst gar nichts. Du willst. Ja, Gyarados. Ich hatte gerade im Kopf, dass Gyarados da ist, wo man das erste Mal
Mr. Pokémon trifft. Aber da kriegt man ja nur das Ei. Noch nicht mal da kriegt man das Ei. Aber nee, dem Professor oder dem Mr. Pokémon bringt man dann später die Haut. Der See ist oben bei der Drachenarena. Ich habe das beim Event in BDSP versaumt. Es ist schon krass, wenn man überlegt, die haben einfach einen Shiny Feuerriegel am Anfang gekriegt. Noch schlimmer, da war, es wäre ein Shiny Feuerriegel gekriegt gewesen, aber sie haben Kanimani ausgesucht oder so. Wobei dann, da war das ja noch nicht so. Das war nur in HGSS so. Ja, stellt mal vor, die haben Shiny Feuerriegel und dann wissen sie erst, dass sie was Besonderes haben, wenn sie die Gyarados-Story machen. Denken sich, wow! Weil woher sollen die wissen? Es gab noch nicht wirklich Internet. Also es... Tatsächlich, ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen, aber ich weiß nicht mehr von wem. Ich glaube, Tama. Poketuberin Tama. Ach, ich weiß nicht mehr genau, um was es in dem Video ging. Aber nee, es war die eine, Candy Eve. Ich glaube, die hat ein Video gemacht über sehr alte Shinies. Und wie es damals Foren gab. Auch so 1900 oder halt als Gen 2 rauskam. So wirklich so geguckt, was waren so die allerersten Shiny Hunter, die jemals existiert haben. Es gab damals wirklich Foren, wo Leute schon über Shinies geredet haben, von Anfang an, als Gen 2 rauskam. Und halt irgendwie Bilder gemacht haben und sowas. Aber ja, es wäre cool, mal rauszufinden, was das allererste dokumentierte Shiny wäre. War. So, wie lange machen wir das jetzt hier noch? Bis 2700. Ich liebe die Musik im Hintergrund. Ah, warum musst du das sagen? Was ist los? Immer wenn jemand sagt, er mag die Musik, dann mache ich weiter.
Jetzt entschuldigst du dich auch noch. Leute, warum lasst ihr mir so viel Macht? Ich bin absichtlich ein Arschloch und ihr entschuldigt euch. Footloose super Film? Ah, verdammt. Hallo Ulukan. Danke, Jacques. Sandwich geht, oder? Scharfes und salziges Sandwich geht. Das weiß ich nicht auswendig. Ich guck auf die Liste. Letztes Giratina. Ich glaube, ich habe 10 Geheimgewürze. Hör auf anzugeben. Noch auf 150 bei Regidrago. Wir müssen auf schönen Zahlen enden. Ich habe 18 Gewürze. Hör auf anzugeben. Was für lose Handen denn mit Gewürzen? Psst. Psst, so gemein. So gemein. Du hast recht, aber so gemein. Da kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Okay. Der vorletzte Reset.
Jacques, du bist ein Paragoni. Deftones? Fast. Du kannst immer Ausrufezeichen Song machen. ...150 Regidragos. So wenig. Dauert ganz schön lang, dieses Regi. Aber es geht. Es sieht so cool aus. Kein Shiny. Ich habe erst am Donnerstag eins gefunden. Das größte Shiny der Welt. Ich spiele das DLC gerade zum dritten Mal, um Kai Flang und Furienblitz für den Origin Dex zu bekommen. Bin gerade in Kitakami dabei, auf 150 Dex-Einträge zu kommen. Dann steht mein Origin Dex bei... Warum spielst du es zum dritten Mal? Warum hast du es nicht beim ersten Mal schon gemacht? Wusstest du nicht, dass du den Origin Dex machen willst? Ist das bei Schwertschild eigentlich auch ein Event oder geht das schon immer shiny da? Was? Regidrago ist ein ganz normales Pokémon in dem Spiel. Das war noch vorm Origin Dex, okay. Weil viele machen ja noch Raids und so. Ja, Raids kannst du ja machen, aber Regidrago ist nicht im Raid. Die Regis sind nicht im Raid. Ein Raid ist auch kein Event, ne? Es ist alles... Schwert und Schild hat keine Events mehr. Das sind alles... fixe Sachen im Spiel, die du machen kannst. Es gibt keine Events. Hallo, Chuck Morris. Ach so? Ich weiß nicht, was für dich ein Event ist. Ein Event ist etwas, das irgendwann wieder aufhört. Und Schwert und Schild ist Geschichte. Das ist ein Spiel, das ist nicht mehr aktuell. Also gibt es keine Events mehr. Ist nicht alles ein Event, wenn man dran glaubt? Ja. Okay, Leute, tschüss. Bis... Ich weiß nicht, ob ich morgen streame, weil morgen kommt der Landlord vorbei und wir gehen durch die Wohnung. Und ich weiß nicht, ob ich da einen Stream unterbrechen will. Der große Bruder Regigigas war doch in einem Raid. Nope. Der ist in einem Raid... Der ist in einem... Wie heißt die Dinger? Der ist in einem Den. Düner denn? Ist trotzdem kein Event. Regigigas, du gehst mit allen Regis zu einem Den und dann ist da drin Regigigas. Das ist kein Event. Das ist im Spiel ein Teil der Story. Event war für mich so wie das Kanickel in Kapu. Kanickel. 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 Der Feuerkampfhase. Okay, das zweite Event. Ja, das ist ein Event. Das ist vorbei. Das gibt's in Schwert und Schild nicht mehr. Weil Schwert und Schild ist Gen 8. Kamsin und Pobo ist Gen 9. Immer wenn eine neue Gen rauskommt, sind die alten Gens tot. Da passiert nichts mehr. Deswegen gibt es ja keine Events mehr. Sobald Gen 10 draußen ist, ist Karmazin und Purpur tot. Da gibt es auch nichts mehr.
Liberlo heißt der Hase. Tschüss. Schönen Abend.